Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine lieben Damen und Herren und natürlich Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zum Movie Talk, präsentiert von Nerdball. Und hier ist Ihr Moderator, the one and only, Bombo. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einem neuen Star Wars Talk. Ja, wir sind jetzt kurz nach Force Friday, was heißt kurz, ein paar Tage später ist es schon. Und es gibt dementsprechend auch wieder ein paar neue News und auch schon ein paar, ja, würde ich sagen, sehr, sehr große News, die wir zu besprechen haben. Und dementsprechend haben wir uns jetzt hier heute wieder versammelt, um mit euch über die neuesten Star Wars Themen zu quatschen. Mit am Start ist auch wieder der gute Bib John Tuner, unser Jonathan. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Und natürlich mit am Start ist unser guter Darth Perverto, der Mario. Grüß dich, Mario. Hallo. Ja, Jungs, wir werden jetzt heute mal drüber schnacken, was es so Neues gibt. Und die Star Wars Welt war ja doch schon ziemlich krass in Bewegung, muss man sagen. Nicht nur was Regisseure angeht, sondern auch so, ja, Film-News-technisch würde ich sagen. Wir warten immer noch auf den neuen Trailer zu The Last Jedi. Da kam immer noch nichts. Es heißt wohl, es wird so Ende September, Mitte Oktober werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und sobald da was rauskommt, werden wir den natürlich auch wieder für euch sezieren. Dementsprechend haben wir jetzt so nur die neuesten News, was die Produktion der Filme angeht und auch sowas so ein bisschen, ja, Force Friday technisch in Sachen Designs und so rausgekommen ist. Und dann würde ich ganz einfach mal sagen, oder beziehungsweise erstmal die beiden Jungs fragen, Mario, wie sieht's denn bei dir aus in Sachen Force Friday? Ist das ein Tag, wo du dich, ja, sagen wir mal, richtig auf das ganze Star Wars Merchandise freust und auch ordentlich zuschlägst, oder ist das gar nicht so dein Gebiet? Naja, Star Wars ist natürlich mein Gebiet, aber nein, ich bin da nicht so affin, dass ich jetzt den Laden kaufe und mir Lichtschwerter kaufe und sonst was. Nein. Und so wie das aussieht, also so, wenn ich an die letzten Freitage denke, dann ist das ein stinknormaler Scheiß-Arbeitsfreitag. So ist das, ja. Weißt du, bist dann arbeiten, kommst dann nach Hause, gehst dann ins Bett. Und wenn du Glück hast, hast du zwischenzeitlich mal gelesen, wie viele Regisseure sie mittlerweile gewechselt haben, Cast sie ausgetauscht haben. Und dass sie den Finalizer auch nochmal den neuen Star Destroyer nochmal ein bisschen aufgepumpt haben. Ja, der ist jetzt noch ein bisschen länger. Ja, das an alles neu ist alles gut. Okay, also das heißt, so dieses ganze Funko-Pop und irgendwelche Tassen und Schnürsenkel und was es nicht alles gibt von Star Wars am Force Friday, du bist dann nicht so jemand, der, sagen wir mal, bei dem ganzen Nippes so zuschlägt, sondern ja, ist gar nicht so deins, sagst du? Ne, ich habe neulich, ich habe neulich einen neuen Klodeckel gesucht, ne? Und dachte, guck ich doch mal einen mit Darth Vader oder so, ne? Gibt's nicht! Ja, da musst du aber auch noch einen Jar Jar Binks Aufkleber in die Schüssel machen, dass du immer ordentlich einen drauf abseilst. Ja, mit Zielscheibe drauf, ja, richtig. Na, aber jetzt Spaß beiseite, also, das ist ja dann immer extrem übertrieben, ja. Selbst hier, wenn du so in Real reingehst und so, auf einmal lachen dich da Star Wars Sachen an und denkst dir, boah, was geht ab? Es gibt jetzt Windeln mit Darth Vader drauf. Geil. Toll. Ja. Brauche ich unbedingt. Cornflakes zu, war jetzt das letzte Mal im Rewe und da habe ich gesehen, da haben die nochmal Restbestände aufgefahren, die scheinen wohl so lange haltbar zu sein, noch von Force Awakens Cornflakes, also ganze Paletten haben sie reingeschippt, also selbst da benutzen sie wahrscheinlich noch das Merchandise und beziehungsweise das ganze Zeug, was übergeblieben ist, noch von Force Awakens, um es zu verramschen. Also die Merchandise-Maschinerie, die läuft noch wie unter George Lucas unter Hochtouren, ja. Heißt es unter Hochtouren? Ich weiß nicht. Ihr wisst, ja, was ich meine. Ja. Unter Hochdruck. So, das habe ich gemeint, genau. Ja, Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Das ganze Pimpamporium um den Force Friday. Bist du da jemand, der sich da mega drauf freut und dann auch da ordentlich zuschlägt bei dem ganzen Nippes? Oder ist es gar nicht so dein Ding mit dem ganzen kleinen Zeugs da? Eigentlich ist es nicht so mein Ding. Also ich habe mir jetzt auch vor kurzem erst das erste Star Wars Poster oder Poster generell, was ich überhaupt in meinem Leben schon mal hatte, bestellt. Ansonsten bei den Figuren und so weiter bin ich da auch nicht so in den Themen drin, wobei ich sagen muss, dass ich seit 2-3 Monaten, als ich mal in einem Shop, in einem Online-Shop so eine Figur gesehen hatte, mir schon überlegt hatte, eine Figur zu holen,
Dann sind die natürlich jetzt nicht so, nicht ganz so günstig, dass ich jetzt meiner Frau diese Ausgabe einfach so erklären kann und dass sie das hinnimmt. Ja, was für eine Figur deswegen, denn dann? War das dann naja, Hot Toys schon in die Richtung teuer oder wenn du ja, sagst ja, so schon, teuer? Schon, okay. Schon. Also wenn ich mir eine hole, dann soll die auch schon noch was aussehen und nicht so billig und klobig sein. Dann will ich da schon ein, zwei Details sehen. Ja, und ich schwanke noch, wem man sich da holt. Also wenn man sich tatsächlich für eine Figur entscheiden sollte, manche Hörer werden es vielleicht verstehen, für wen soll man sich denn entscheiden? Also ich habe schon eine Schwanke zwischen Luke und Vader. Ein Stormtrooper an sich ist auch cool. Ja, da bin ich noch so ein bisschen, aber ich habe auch schon ein paar coole Sachen von Rey gesehen, die ich auch ganz cool fand. Also bin ich noch ein bisschen, und Kylo Ren gibt es ja auch noch. Darf ich dir noch einen Tipp geben mit deiner Frau, wenn du die Ausgabe erklären willst? Ja, du schickst deine Frau zum Friseur, dann noch mit zwei Freundinnen in die Stadt, mal nach einer neuen Hose gucken. Und wenn du wiederkommst, rechnest du das zusammen und ich schwöre dir, du hast eigentlich fast eine Hot Toys-Figur zusammen. Und dann sagst du, Schatz, was du schaffst auszugeben, das ist respektabel, dafür liebe ich dich. Ich kaufe mir jetzt die Figur, das ist fair, oder? So, ein bisschen durch. Ich kann dir aber tatsächlich in die Richtung wirklich einen Tipp mit auf den Weg geben, und zwar gerade in Sachen Stormtrooper bzw. First Order Trooper, die werden momentan von Hot Toys verramscht. Das heißt, du bezahlst für einen First Order Snowtrooper, normalen Trooper oder Flametrooper momentan 89 Euro und die haben vorher über 200 gekostet, weil die einfach so überproduziert wow. sind. Also da kannst du echt gut zuschlagen und auch bei einem Kylo Ren und bei der Rey. Der Kylo Ren geht momentan relativ günstig, so zwischen 150 und 170 Euro neu über die Ladentheke, und die Rey mit BB-8, die kriegst du momentan auch um die 180 Euro und die hat auch mal um die 300 gekostet. Die sind absolut überproduziert und wenn du da mal guckst, da sagst du nochmal Bescheid, weil da kannst du echt ordentlich was sparen momentan und die sind qualitativ wirklich auch, erste Sahne. Ja, leg los, weiter. Ja, damit ist das Thema für mich eigentlich auch schon abgeschlossen. Weil sonst an Lego und an den ganzen Toys sonst bin ich jetzt nicht so massiv interessiert. Es sei denn, wir besprechen das hier, dann schaue ich mir das schon immer an, weil man dann ja auch wahrscheinlich die neuesten Designs und so weiter sieht. Ja. Okay. Ja, beim Force Friday ist es bei mir immer so ein Ding. Das Schöne am Force Friday ist natürlich erstmal die Filminfos, die mit den Toys natürlich dann ab und zu mit rüberschwappen. Das Schöne ist auch, am Force Friday hat Hot Toys oftmals doch schon die Angewohnheit, das ein oder andere Figürchen mal anzukündigen, das neu rauskommt, was relativ cool ist. Ansonsten ist es aber auch so, dass dieses ganze Nippes-Zeug, also dieses Kleinzeug, das ist nicht so meins, denn meine Sammelleidenschaft ist mit mir gewachsen, mehr oder weniger. Das heißt, ich stehe heute natürlich immer noch auf Figuren und Zeug, allerdings auf Qualitätszeug. Und ich muss da sogar mal so einen kleinen Rant loslassen, weil das Schlimmste am Force Friday finde ich sogar immer, das sind die Ü30, Ü40, Ü50 Kerle, Frauen, wie auch immer, die in den Toys R Us rennen, in die Kinderabteilung, holen sich die total beschissenen, ist ja normal, 10 Euro Toys und meckern dann in den sozialen Medien, wie schlecht die Qualität ist. Also jedes Mal wieder ist es sowas, das finde ich so zum Fremdschämen. Ihr kauft Kinderspielzeug. Wenn ich an unser Kinderspielzeug denke, dann habe ich da natürlich nostalgische Gedanken und wie cool das war. Wenn ich die aber wirklich mir nochmal anschaue, wie beschissen die waren und was für eine Qualität, es war auch kein tolles Sculpting und kein toller Paintjob und nix, dann muss man ganz ehrlich sagen, das war bei uns auch nicht besser. Und wenn ich halt mit 35, 30, 40 mir noch solches Kinderspielzeug kaufen muss, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist okay für den, der es mag, mag ich gar nicht verurteilen, aber dann bitte nicht über die Qualität meckern, das finde ich so total peinlich, weil ja, das ist absolut, absolut schwachsinnig. Und ich habe mich da tatsächlich mit jemand drüber unterhalten, dem ich das genauso gesagt habe. Habe ich gesagt, komm, jetzt mecker doch nicht, du hast hier 10 Euro für eine Kinderfigur ausgegeben, ist halt kein Hot Toys, da darf man nicht meckern. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, ist ja legitim, ja, wenn man das im ersten Augenblick so sieht, sagt er, ja, aber du regst dich ja auch immer über die Kinderserie auf. Rebels, ist ja was dran, hat er recht, wenn er das so sagt.
Aber der Unterschied ist, diese Kinderserie Rebels, alles, was in dieser Kack-Kinderserie passiert, ist für das komplette Star-Wars-Universum ausschlaggebend. Also das heißt, das ist Kanon. Und darum ist das für mich so ein Fixpunkt, was mich interessiert. Wäre das nicht der Fall, dann wäre mir Rebels zum Beispiel auch scheißegal und dann ist es Wurst. Das ist aber bei den Toys halt ein bisschen was anderes, finde ich. Das kann man so nicht ganz vergleichen. Und Stormtrooper, wenn du den kaufst für 10 Euro, für das Kind ist der Kanon. Wenn da das Bein abfällt, dann sagt das Kind, ist im Film aber nicht passiert. Ist scheiße. Ja. Also, ja. Das musst du schon ein bisschen vergleichen. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, das Ende, beziehungsweise das spaltet sich bei mir dann doch noch ein bisschen. Ich muss immer sagen, es ist nicht meins, aber ich kann, ich habe noch halbwegs ein bisschen Verständnis für die Leute, die sich irgendwelche riesengroßen Millennium-Falken für 800 Euro und was weiß ich, die abnormal riesengroß, und das ist sicherlich, würde ich jetzt sagen, kein Kindersegment oder so. Und das kann ich nachvollziehen. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, wie gesagt, dass diese alten Ochsen in einen Toys R Us rennen und da sogar Schlange stehen, um sich Kinderzeug zu holen, um das nachher zu zerfetzen, wie beschissen Hasbro und Mattel und was weiß ich nicht alles ist. Oh Leute, kommt mal bitte ein bisschen klar. Also, wie gesagt, es ist Kinderspielzeug und man macht sich, finde ich, dann auch ab einem bestimmten Alter lächerlich, wenn man sich darüber aufregt. Besonders vor diesem Hintergrund, und ich hasse es einfach, weil das ist der größte Schmarrn, der immer erzählt wird. Früher waren die Toys alle viel besser. Seid ihr besoffen oder was? Guckt euch mal bitte eure alten He-Man-Figuren an. Die sind scheiße, die haben 2 Bewegungspunkte gefühlt. Das Gesicht sieht aus wie Matsch. Natürlich haben wir sensationelle Erinnerungen und es war mega spaßig. Aber es war von der Qualität nicht viel besser. Ganz im Gegenteil. Die Toys, die man heute bekommt, nicht nur Star Wars, sondern auch zur Batman Animated Serie oder so, man braucht ja nur 5 bis 10 Euro mehr ausgeben und du bekommst im Disney Store schon Diecast-Figuren aus richtigem Metall und was weiß ich. Das war ja damals gar nicht machbar, da hatten wir ja nur solchen Billo-Schrott. Also ich würde sogar sagen, wenn du den einen oder anderen Euro mehr in die Hand nimmst, hast du heute sogar echt noch ein bisschen mehr Qualität, wo du ja ein bisschen im Pool von Figuren fischen kannst, was so, sagen wir mal, niederpreisige Figuren angeht. Also von daher, Force Friday ist was Schönes, ist aber auch immer so, ja, mit einem Kopfschütteln und einem Grinsen verbunden, wenn ich dann jedes Mal wieder die Videos sehe, wie die ganzen Typen vom Toys R Us sitzen und rennen dann da raus mit ihren Hasbro-Tie-Fightern und so und können sich kaum einkriegen. Ah, das ist dann immer so ein bisschen, wo ich mir denke, weiß ich nicht. Aber da werden jetzt auch einige, die zuhören, sicherlich denken, oh, halt die Fresse, weil sie gerade vor ihrem Regal sitzen mit den ganzen Hasbro-Fightern und was weiß ich. Weil ich weiß, das ist in Star Wars absolut verbreitet. Nur irgendwie hat es mich da verlassen. Also ich stehe auch auf das Merchandise-Zeug, aber ich stehe auf Qualität. Also ich, wie gerade eben der Jonathan gesagt hat, wenn ich dann halt einen Vader haben will, dann möchte ich gerne auch definitiv, dass der aussieht wie ein Vader, dass ich mir sicher sein kann, okay, das ist Qualität und nicht irgend so ein Billo-Schrott. Von daher, ja, ist es so mein Fazit zum Force Friday an sich, ist es trotzdem immer eine ganz coole Geschichte, wie ich finde. Und ja, es gibt ja da nicht nur in Sachen Figuren auch ein paar schöne Sachen, es gibt ja da merchandise-technisch auch andere Sachen, die ganz schön sind, die jetzt nicht so hochpreisig sein müssen, die immer ganz cool sind, sei es irgendwelche Bücher oder was weiß ich. Also von daher gibt's da schon einiges. Ja, dann würde ich sagen, was ich noch kurz einhängen darf. Was ich als Kind auch selber hatte, die Story habe ich schon mal erzählt, ist mir leider abhanden gekommen als Kind, aber sind diese kleinen Hot Wheels Raumschiffe gewesen. Ja. Die fand ich geil, weil man da relativ viele von kaufen konnte und dann so ein bisschen als Kind natürlich damit spielen konnte. Ein paar Raumschlachten spielen konnte. Ja, und die lassen dich auch nie wieder los, so wie man merkt, Johnson. Ja, ja. Deine Hot Wheels. Also, die musst du dir definitiv wieder besorgen, um deine Kindheit zu beruhigen. Man merkt, die verfolgen dich, die Hot Wheels. Ja. Problem ist, da die Kaufkraft jetzt, wenn man erwachsen ist, natürlich größer ist, neigt man dazu, dass man sagt, na 100, na, du brauchst schon 200, damit es realistisch ist. Ja, ja, klar. Und dann irgendwann, ja. Ja, also das, wie gesagt, es gibt da so einige coole Sachen und gerade sowas, das kann ich auch super gut nachvollziehen, das ist das, was der Jonathan gerade gesagt hat, ist dieses, ey, das hatte ich als Kind, wenn ich das jetzt nochmal sehe, vielleicht ähnlich oder neu aufgelegt, dass ich das dann eventuell mal mitnehme, das ist dann auch absolut verständlich für mich noch. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter und
Ja, wie gesagt, das Star Wars Filmuniversum steht nicht still und dementsprechend ist es jetzt wieder mal so, muss man schon fast sagen, nachdem diese Geschichte mit Han Solo und Lorden Miller so war, dass sie mehr oder weniger gefeuert wurden von Kathleen Kennedy und nicht mehr Regisseur von dem Han Solo Film sind, ist es jetzt hier bei Episode 9, sagen wir mal in Anführungsstrichen, identisch, denn wir werden jetzt nicht mehr den guten, ich glaube Colin Trevorrow heißt er, bei Episode 9 haben, der unter anderem auch Jurassic World gedreht hat. Einer der drei erfolgreichsten Filme aller Zeiten, glaube ich, oder vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten, kommerziell erfolgreichsten Filme, wird nicht mehr Regie führen bei Episode 9. Und es wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass wir bei Episode 9 den guten JJ wiederbekommen werden. Ja, dann würde ich ganz einfach erstmal sagen, wir strukturieren das Thema ein bisschen durch. Deshalb wartet mal mit der Bewertung bitte mit JJ und so. Das frage ich dann nochmal extra. Und dementsprechend würde meine erste Frage dahin gehen, dass ich sage, Jonathan, was denkst du denn, warum wurde jetzt dieser Schritt mehr oder weniger gewählt, Colin Trevorrow von Episode 9 abzuziehen? Was denkst du, könnte der Grund gewesen sein? Also ich will keinem auf die Füße treten, der Jurassic World mochte. Ich fand den Film extrem furchtbar. Mir ist auch nicht ganz klar, warum der so viel Geld eingespielt hat. Nostalgie. Aber aufgrund dessen ist mir klar, dass Disney gesagt hat, hey, wenn der so viel Kohle einspielt mit so einem Film, dann brauchen wir den doch. Und naja, das Problem ist, glaube ich, er hat ja am Drehbuch mitgeschrieben von Jurassic World und vielleicht haben die noch so gedacht, naja gut, vielleicht hat er nicht so viel am Drehbuch mitgeschrieben, nur so ein bisschen, aber scheinbar hat er doch ein bisschen mehr am Drehbuch mitgeschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass die das jetzt auch gemerkt haben und gesehen haben, okay, was er da so macht, ist jetzt auch nicht so toll. Und dazu kommt natürlich, wenn du, ich weiß, ich kenne ihn jetzt natürlich nicht persönlich, aber wenn du einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht hast, so in letzter Zeit, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein bisschen hochnäsig wirst. So. Und ich weiß nicht genau, inwiefern das mit... Soll bei ihm auch so gewesen sein, tatsächlich. Also er soll kaum ansprechbar gewesen sein. Er hat so einen kleinen Gottkomplex, wie man in der Szene hört. Ja, und ich glaube dann... kombiniert sich vielleicht beides zusammen. Ich meine, wenn jemand tatsächlich so einen Gottkomplex hat, aber ein total geiles Drehbuch geschrieben hat und alle sagen, boah, das wird so cool und so Hammer, da muss wahrscheinlich schon verdammt viel passieren, dass man den dann rauskickt. Aber ich glaube, es können wahrscheinlich die Kombination von beiden gewesen sein, dass die gesehen haben, naja, okay, storytechnisch ist das jetzt nicht so top, da sind wir auch schon ein bisschen auseinander. Und dann dazu noch, wenn man sich dann so verhält, dann wird es natürlich schwierig. Ja, definitiv. Mario, wie sieht's bei dir aus? Was denkst du denn, was könnten denn eventuell die Gründe gewesen sein, dass Colin Trevorrow mehr oder weniger kurz vor Drehbeginn, in Anführungsstrichen kurz vor Drehbeginn, der wohl im Januar sein soll, abgezogen haben von Episode 9? Was könnten für dich die Gründe gewesen sein? Naja, offiziell lautet ja die Begründung kreative Differenzen und ich glaube, die hat's zu Genüge gegeben. Ich meine, Fakt ist, dass Disney eins gemacht hat, seitdem sie das machen, sie halten die kreative Daumenschrauben für jeden, der da dran ist, aufrecht. Das hat Lucas so gemacht, das machen die jetzt auch. Das heißt, da geht nichts über den Äther, was nicht funktioniert. Und wenn der im Vorfeld Ideen hatte, auch die Szene schreibe ich um, die Szene, die ist auch kacke, und die dann gesagt haben, nee, Kollege, pass mal auf, wir haben da ein Drehbuch und das sollst du verfilmen. Und der sagt, ja, aber nee, ist doch scheiße. Ja, wenn die dann so aneinander geraten, ist Feierabend. Das lässt Disney sich mit sich machen. Ich meine, ja, jetzt haben sie Abrams und ich glaube nicht, dass sie den Abrams geholt haben und dem gesagt haben, ha, du musst das jetzt so machen, sondern ich glaube, zu dem Abrams haben sie ein bisschen mehr Vertrauen. Über Abrams quatschen wir gleich noch. Ja? Abrams ist nochmal ein alleinstehendes Thema. Alles gut. Auf jeden Fall denke ich, dass der Trevorrow halt, wie gesagt, nicht der Typ Filmemacher war und ist, der sich da jetzt reinreden lässt. Ob er jetzt einen Gottkomplex hat oder nicht, ist mir völlig latte. Fakt ist, wenn er nicht macht, was Disney will, dann fliegt er halt. Ja, dann sagen, scheiß was auf die paar Millionen seine Gage, sonst völlig latte. Ja, wir holen lieber einen, der das so macht, wie wir es wollen und fertig. So, und gerade bei Star Wars hängt ja nicht nur der Regisseur, sondern da hängt ja auch ein Rattenschwanz an Kreativen, an Drehbuchschreibern, an Verantwortlichen. Allein die Kennedy, die am Ende dann auf Rot oder Grün drückt,
da ist eine Menge hinter. Und da kannst du nicht. Das ist genauso wie bei Marvel war, ja. Der Wen fand, dass er in Age of Ultron, und ich fand zu Recht, dass er in Age of Ultron von seiner Kreativität beschnitten war. Ja, so, das fand er scheiße, dann ist er weg. Ja. Und ja, ich meine, so kann man sich Regisseure vergraulen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber wo haben die wohl eine Vorstellung von Qualität? Ob die uns als Fans gefällt, das müssen wir abwarten. Ja, also weil ich das schon so oft höre, weigere ich mich auch ein bisschen über dieses, beziehungsweise weigere ich mich, dieses Kommentar zu akzeptieren, was viele bringen, was du jetzt leicht auch angerissen hast, ist mit, was Disney sagt. Also Disney hat Lucasfilm gekauft. Es gibt Lucasfilm noch. Also es ist jetzt nicht so, dass das Disneys The Last Jedi wird. Das ist nun mal die Firma, die Lucasfilm gekauft hat. Aber nach wie vor ist diejenige, die immer neben George Lucas saß, nämlich die Kathleen Kennedy, diejenige, die jetzt auch weiterhin das ganze Schiff um Star Wars steuert. Das heißt, es ist zwar unter der Flagge Disney jetzt gehisst, das Schiff, aber es ist nach wie vor Lucasfilm und nicht unerheblich sind noch sämtliche Leute beteiligt, die schon seit Ewigkeiten mit George Lucas da beteiligt sind. Und ich finde ganz einfach, wenn man das so aufdröselt, dass man sagt, okay, man hat ja auch mit den Regisseuren irgendwann mal ein Gespräch zur Einstellung geführt. Da wurde über eine bestimmte Vision des Films gesprochen, der beide Seiten mehr oder weniger zugestimmt haben müssen, um diesen Weg zu gehen, dass man zusammenarbeitet. Das heißt, es wurde ja schon vorher ungefähr abgeklärt, in welche Richtung soll es gehen. So wie es aussieht, war es wohl dann bei Lord Miller so, dass die diese Richtung zwar wussten, aber nicht eingehalten haben und wie man sagt, schon fast einen Ace Ventura-artigen Han Solo darüber gebracht haben. Total albern. Und da hat Kathleen Kennedy nun mal die Reißleine gezogen, hat gesagt, hier Jungs, so wollten wir das nicht, das ist nicht Han Solo und so haben wir das eigentlich auch nicht besprochen gehabt. Und die beiden haben sich auch gefühlt, als wären sie was weiß ich wer und mussten dann ganz einfach gehen. Jetzt ist es hier so, ich glaube nicht, dass bei Colin Trevorrow wirklich dieses Box-Office so viel mit reingespielt hat, einfach nur aus einem Grund. Der Colin Trevorrow ist mehr oder weniger so dieser, würde ich mal sagen, Protégé von Steven Spielberg, also dieser Ziehregisseur. Das war die handausgewählte Wahl von Steven Spielberg für Jurassic World. Der hat ja vorher auch noch nicht so viel gemacht, der Colin Trevorrow. Und dadurch, dass natürlich Steven Spielberg und Kathleen Kennedy durch ihre Zeit mit Indiana Jones und was weiß ich, sich natürlich auch mehr als genug kennen, ist es dann sicherlich so, dass dann auch der Vorschlag in seine Richtung kam. Das Problem ist nur, was mit diesem Box-Office und diesem Mega-Kohle, was sie da eingespielt haben, mitkam, war nun mal sein Ego dann. Und das munkelt man so, und meistens ist da ja was dran, wenn man das hört. Er scheint wohl nicht wirklich kompromissbereit gewesen zu sein, was sein Drehbuch angeht. Und ich glaube, dass ein Fakt da ganz, ganz entscheidend war, warum das jetzt passiert ist. Und das ist Leia. Ich glaube, dass es sicherlich einen gewissen Storystrang gab, an dem man festhalten wollte und auch sollte, dass dann aber ja das Sterben von Carrie Fisher ganz einfach oder der Tod von Carrie Fisher dann leider Gottes ja auch die gesamte Produktion mehr oder weniger torpediert hat und dieses Drehbuch, was ursprünglich sicherlich in Grundzügen schon stand und Kathleen Kennedy dem auch zugestimmt hat, ganz einfach so nicht mehr verfilmbar war und er das umschreiben musste. Und dieses Umschreiben, das war wahrscheinlich nicht in den Augen von Kathleen Kennedy das, was sie wollten und was gut ist. Und ich muss dann auch mal eins sagen, alle hacken auch auf dieser Kathleen Kennedy rum, zumindest die Star Wars Fans, die überhaupt den Namen kennen, die hacken auf der guten Dame rum. Ich muss sagen, das, was der Mario gesagt hat, die haben da ein genaues Bild und auch das, was mit Joss Whedon war, mit Age of Ultron und so. Marvel ist aber nicht aus Glück so groß geworden. Das sind Strategien, die verfolgt werden und es ist eine Marke, die man versucht zu beschützen. Und ganz ehrlich, ich denke, ihr beiden werdet das ähnlich sehen. Ich möchte natürlich, wenn sie einen Han-Solo-Film schon machen, wo ich nicht so davon überzeugt bin, den überhaupt haben zu wollen, dann sollen sie mir einen Han-Solo bringen und kein Ace Ventura. Und natürlich soll sie dann da auch die Reißleine ziehen. Und dasselbe ist jetzt hier auch bei Episode 9. Wir werden wohl niemals erfahren, woran es da gehakt hat, aber wenn das dem kompletten Storyverlauf nicht zugute kam,
dann soll die bitte natürlich die Reißleine ziehen. Und dann bin ich da natürlich auch absolut dafür, das jetzt auch noch zu machen, als wie bei Han Solo, wo ja fast der Film schon fast abgedreht war, wo sie Lord Miller rausgeschmissen haben. Also von daher, es ist jetzt hier so, dass ich denke, dass das wieder mal von Kathleen Kennedy, dass sie sowieso die gute Frau, das ist auch mal, da müsst ihr nachgucken, ihr Name ist als Produzentin in den größten Filmen der Filmgeschichte, beziehungsweise in sagen wir mal, der Blockbuster-Filmgeschichte ist sie der absolute Top-Player. Schon als Produzentin von Indiana Jones und Jurassic Park. Die Frau weiß, was sie will, und die Frau weiß auch, was sie bekommen kann. Und ich glaube, dass die Erfolge von Force Awakens, so sehr es auch Leute gibt, die den nicht so toll fanden, wie auch von Rogue One, ihr einfach recht geben. Und das ist nun mal immer das, was viele Leute nicht verstehen. Ist egal, ihr könnt noch so auf Leuten rumhacken, die irgendwelche Entscheidungen treffen, wenn die Resultate stimmen, dann heißt das aber still sein. Und die stimmen hier definitiv. Und von daher kann ich nur sagen, ich denke, es war gut. Und ich muss auch dem zustimmen, was der Johnson gesagt hat. Ich finde ihn immer besser, umso öfters ich ihn schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, den Jurassic World, aber auch nur aus einer Prämisse raus, die ich eigentlich so nie haben wollte. Und das ist, ich vergleiche ihn nicht mehr mit dem Franchise Jurassic Park, zumindest mit dem ersten, weil das ist nicht mehr dasselbe. Das ist so, mir kommt Jurassic World wie so ein runtergebutterter, müssen alle verstehen, Jurassic Park vor, nichts mehr storytechnisch super toll, sondern ja, einfach nur noch ein Spaßfilm, und umso mehr ich den so sehe, umso mehr gefällt er mir, umso mehr ich ihn aber mit dem ersten Vergleich, umso schlechter schneidet er eigentlich ab. Also ich finde auch, da hat er keine Bäume ausgerissen. Und das geht bei Star Wars halt nicht. Genau, richtig. Und er hat keine Bäume ausgerissen mit den Filmen. Und selbst der letzte, der jetzt in die Kinos gekommen ist, ich weiß nicht, irgendwas mit dem Tagebuch, der ist absolut gefloppt und von Kritikern zerfetzt worden. Und ich glaube auch, dass das wieder da reingespielt hat, dass das eventuell nicht ganz so toll ist. Und im Gegensatz zu Rian Johnson, wo ja wohl alle mega begeistert sind, und das ist fast schon gespenstisch, wie alle, die ein bisschen Insight in den Film haben, ihn so hochjubeln, also das habe ich noch nie, auch bei JJ, bei Episode 7 nicht ansatzweise erlebt, also die sagen, das wird ein grandioser Film, ich bin total gespannt, und das ist ja wirklich auch ein Filmemacher, wo ich sage, der hat schon was drauf, also ich mochte selbst Godzilla, und ich mochte auch sein, wie heißt denn Bruce Willis, Looper und so, den er gemacht hat, das sind schon tolle Filme, und ich glaube, der hat da einfach gut reingepasst, und er hat ja auch keine Probleme gehabt am Set mit Kathleen Kennedy und so, weil er wahrscheinlich wusste, auf was er sich einlässt. Und wenn du in diesem Sandkasten buddelst mit Star Wars und Marvel und DC, dann hast du dich an eine gewisse Linie zu halten. Du darfst mal zwei Schritte links machen, du darfst mal zwei Schritte rechts machen. Aber du musst ungefähr auf dem Pfad dieser Linie bleiben. Und wenn du dazu weit davon abweichst, bekommst du auf die Finger. Wenn du damit nicht klarkommst, dann hättest du bei diesem Franchise nicht unterschreiben dürfen. Und es gibt ein Star Wars Feeling, und ich finde, das sollen sie auch beschützen. Und um das abzuschließen, nimmt doch mal geliebte Franchises, die komplett von der Bahn abgekommen sind. Ein Alien, ein Predator, ein Terminator und sowas. Das sind alles Marken, die auf eine bestimmte Schiene gebracht wurden, von James Cameron, von Ridley Scott, von wem auch immer, immer auf eine bestimmte Schiene gebracht wurden, und irgendwann sind sie von dieser Schiene so abgewichen, dass es nicht mehr ansatzweise das war, was der Ursprung war, und keiner hat es mehr gemocht, und die komplette Marke wurde verwässert und es interessiert schon keinen mehr. Das wird natürlich bei Star Wars schwer, aber Disney bzw. Lucasfilm ist es nun mal, beziehungsweise die wissen natürlich auch, dass über die nächsten Jahrzehnte wir jedes Jahr einen Star Wars Film bekommen werden. Und ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, dass wir irgendwann jedes Jahr zwei bekommen werden. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Und da können sie sich einfach nichts erlauben, dass diese Marke irgendwie verwässert wird, sondern die müssen ihren Weg durchziehen. Das hat Marvel gemacht.
zwei Filme im Jahr und sie bleiben, es gibt immer mal so leichte Abweichungen, ja, wie jetzt Winter Soldier ist so ein Spy-Thriller oder so, aber sie sind ihrer Linie treu geblieben und das ziehen sie durch, denn sie machen jedes Jahr Minimum zwei Filme und da können sie sich nicht erlauben, dass sie die Marke komplett verwässern und das ist hier genau dasselbe, darum habe ich alles Vertrauen. Dann würde ich sagen, dann kann der Mario direkt anfangen, denn der Mario hat es auch angerissen. Mario, wie sieht's denn aus mit der Entscheidung für dich, für Episode 9, J.J. Abrams zurückzubringen? Bist du absolut zufrieden? Hast du da eventuell Bauchschmerzen mit? Findest du es total beschissen? Hau mal raus. Okay. Fangen wir mit dem Pro an. Dadurch, dass J.J. auch bei der kompletten Storyline am Anfang, die ja definitiv von Anfang an dieser Trilogie besteht, involviert war, nicht nur als Regisseur des ersten Films, sondern auch als kreativer Kopf, ist es schon durchaus okay, wenn er den dritten macht, weil ich denke, er kann das und ich denke, er hat auch das Gefühl, die Geschichte vernünftig fertig zu erzählen. Das nächste Pro ist, dass J.J. Abrams durchaus ein sehr, sehr er ist halt schon ein sehr, sehr begabter Mann. Das Problem an der Kiste bei J.J. Abrams ist, dass er, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also zum Beispiel, was er aus dem Star Trek-Universum gemacht hat, und ich rede jetzt nicht von Besetzung, ich rede jetzt nicht von alleine schon, der hat es geschafft, Star Trek neu zu beleben für die jungen Zuschauer, das hat er, aber er hat es geschafft, die Alten zu vergraulen. Warum? Weil nichts mehr so ist, wie es war. Und damit meine ich gar nichts. Nicht mal vertraute Klänge, die es eigentlich seit Ewigkeiten gab. Wie hört sich ein Photonentorpedo an? Wie hört sich ein Phaser an? Wie sieht ein Phaser aus? Ich habe mir neulich nochmal den Star Trek Zorn des Khan angeguckt, also den zweiten jetzt hier. Ich sag dir eins, das ist Star Wars im Star Trek-Universum. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist krass. Ich meine, das ist wie piu, 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 piu. Ich komme mir vor, als wenn da T-Fighter durch die Gegend ballern, ja, mit ihren kleinen Dingern. Also er macht nicht alles richtig. Und es gibt auch einige Sachen, wo man ihn für schält. Generell, auch wenn ich heute mit ein bisschen Abstand, wenn ich mir Episode 7 nochmal angucke, sage ich immer, da hätte er und auch Lucasfilm mutiger sein können. Weil der Film hat sehr viele Parallelen mit Episode 4, ist so. Da muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, Mario, da muss ich dir kurz reingrätschen, weil ich das total interessant finde. Da widerspreche ich 100%. Sie hätten nicht mutiger sein dürfen mit dem ersten. Ich finde, sie müssen mutiger sein mit dem zweiten und sie dürfen mutiger sein mit dem dritten, der jetzt kommt. Mit dem ersten, ich finde, das ist das Problem mit diesen Parallelen, was zu viele Leute sehen. Ihr müsst mal überlegen, wir kommen aus einer Periode von Star Wars Filmen, die von vielen verachtet wurden. Von den jüngeren Zuschauern doch schon geliebt, aber von den alten Star Wars Fans verachtet. Das war, das Star Wars Gefühl ist verloren gegangen. Und das, was er machen musste, war diese Marke, ich würde nicht sagen, zu wiederzubeleben, weil Star Wars war niemals tot. Im Gegensatz zu Star Trek zum Beispiel, was wirklich, also da war kaum noch Puls bei der Marke über die letzten Jahre, bis er kam. Da ist es wirklich so, er musste die Leute zurückholen mit einem Nostalgiegefühl und denen zeigen, hey, passt auf, wir wissen, wie Star Wars funktioniert. Hier bekommt er mal ein bisschen was, was ihr damals cool fandet, mit ein bisschen was, was neu ist, um euch ganz einfach wieder an Bord zu holen. Und das musste er machen. Und ich glaube nicht, dass er das hätte machen wollen. Wäre es nicht so, hätte es nicht Episode 3, 4, 5 und 6, nee, 1, 2 und 3 gegeben, dann hätte er, glaube ich, nicht so doktoren müssen. Und ich glaube nicht, dass er das mit Episode 9 machen wird. Er wird sogar froh sein, dass er da ein bisschen mehr freie Hand hat, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube aber, das war der, sagen wir mal, der sichere Weg, Episode 7 zu inszenieren. Und ich kritisiere das genauso wie du, Mario, mit den Parallelen und nochmal Todesstern. Und ich finde das überhaupt nicht toll. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich aber, es war nötig, um dieses Feeling wieder ein Stück weit zurückzuholen, der Nostalgie. Und ich glaube, dass wir jetzt aber auch wirklich komplett neue Sachen bekommen, dass es aber zu dem Zeitpunkt der erstens richtige Weg war und der sichere.
Nur ohne Frage. Nur wie gesagt, es ist ja meine Meinung und meine Meinung sagt ganz simpel, okay, wenn ich mir den heute angucke, wünsche ich mir mehr Mut. Dass das zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung war, hat ihm, glaube ich, das Boxoffice recht gegeben und sehr viele Star Wars Fans auch. Ja, es gibt wirklich auch Leute, die hassen den Film, weil sie meinen, das ist komplett abgekupfert. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Es gab auch einige neue Sachen, ohne Frage. Aber es ist schon, wichtig ist jetzt, und das ist, glaube ich, für diese Trilogie generell ganz wichtig, dass dieser Film jetzt kein Remake von Episode 5 wird. Das ist super wichtig. Weil da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es gibt wieder Parallelen, die Leute fangen wieder an zu reden, wenn sie die Trailer sehen. Warte, guck mal, da haben sie nur den Hintergrund geändert, da ist es weißer Sand, ja, und so weiter. Also, aber wie gesagt, wir können uns ja noch kein abschließendes Urteil bilden, ohne den Film gesehen zu haben. Fakt ist, was das Kontra bei Abrams ist, Abrams neigt dazu, Dinge zu ändern. Und zwar so zu ändern, wie es seinem optischen Gefühl herkommt. Dabei scheißt er manchmal leider Gottes auf Tradition und auf widerspricht aber doch komplett dem, was du gerade gesagt hast. Er kupfert die alten Filme ab und scheißt aber auf alles Alte. Das passt doch nicht. Ja, ich nenne dir jetzt mal ein krasses Beispiel. Wie gesagt, ich muss leider Gottes nochmal dahin ausweichen. Das werden meine Star Wars Fans hier, glaube ich, ein bisschen übel nehmen. Aber however, bei Star Trek, er hat bei Star Trek einen Reboot gemacht, in dem er zwar die alten Charaktere genommen hat, er hat sie aber neu designt, in teilweise in Verhalten, was nicht zum Positiven war in manchen Sachen. Aber was extrem war, er hat halt viele Sachen, die eigentlich, ja, Wie klingt das? Aber Mario, die Brücke passt nicht. Die Brücke von Star Wars zu Star Trek passt nicht. Ganz einfach aus dem Grund, den ich dir gerade eben gesagt habe. Star Trek hatte fast keinen Puls mehr. Es gab weder Star Wars Videospiele noch Star Trek Videospiele noch Serien noch Merchandise noch Figuren noch irgendein Scheiß von Star Trek. Und ich verstehe, dass vielleicht viele Star Trek-Fans mit der Richtung, die Abrams eingeschlagen hat, nicht zufrieden ist. Ich liebe sie und seitdem mag ich erst Star Trek überhaupt richtig. Vielleicht auch, weil da ein bisschen Star Wars mit drin ist, natürlich definitiv. Aber Tatsache ist, die neue Serie, die jetzt kommt, die kommt nur wegen Abrams. Ja. Die kommt nur, weil er diese Marke wiederbelebt hat. Das kommt nur, weil er diese Marke überhaupt erstmal wieder vor den Leuten wiedergebracht hat, Mario. Und du siehst das aus meiner Meinung nach, einfach total falsch, weil du findest, okay, Spock ist nicht mehr wie Spock damals, Kirk ist nicht mehr wie Kirk damals. Heute von den vielen jungen Leuten kennt keiner Spock von damals. Es kennt keiner Kirk von damals. Die alten Serien kennt kein Mensch mehr, die Filme kennen viele nicht. Und selbst viele in meinem Alter kennen die Filme nicht richtig. Das ist ein bisschen was anderes. Und ich würde, ich liebe jetzt ganz besonders die neuen Star Trek Filme, deshalb nichts gegen Star Trek, das ist aber einfach nur rein objektiv. Star Trek ist ein absoluter Hobbit und keine Ahnung, Star Wars ist Saruman. Das kannst du nicht miteinander vergleichen. Also, wie gesagt, das Franchise war fast tot und ich finde, und aus dem Grund, glaube ich nämlich auch übrigens, wurde Abrams geholt damals für Episode 7, er sollte Star Trek wiederbeleben. Und er hat's geschafft. Und er hat's definitiv geschafft. Er sollte Star Wars wieder zu dem machen, was es mal war. Mit dem Negativpunkt, dass er dafür leider Gottes manche Sachen benutzt hat, die es damals schon gab. Aber er sollte es wieder zurückholen. Und auch das hat er wieder geschafft. Wie viele Leute von den alten Star Wars Fans, die wir allein schon kennen, die Prequels überhaupt nicht mochten, haben sich bei Episode 7, trotz allen Rehash und was sie da gemacht haben, aber wieder wohlgefühlt. Sorry, dass ich dir da so komplett reingrätsch, aber das sind so, weil ich das auch so oft lese und das sind Sachen, die machen mich absolut verrückt, ganz besonders mit diesem Star Trek, weil man das ganz einfach, finde ich, in einem größeren Spektrum sehen muss. Als Hardcore alter Star Trek-Fan verstehe ich das, dass dein Photon-Torpedo nicht mehr Bing-Bing macht, sondern Bum-Bum. Das stört dich, ist okay. Aber das ist nicht ausschlaggebend für die Marke an sich. Denn die Marke an sich hat er vitalisiert, die hat er wieder ins Leben zurückgerufen und
die sind am Boxoffice immer sehr gut, die wurden von Kritikern absolut mega bewertet und ich finde, da sollte man eigentlich nur Positives rausziehen, aber wie gesagt, da stehe ich dann auch, ist so meine Meinung, ich weiß, du tendierst da in eine ganz andere Richtung, wie gesagt, nochmal sorry, dass ich dir da so reinkritisch, aber ja, genau das ist das, was ich so oft gehört habe, das mich irre macht. Ich bin ja gar nicht so weit weg von dir. Das Problem, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, Abrams ist ein Genie. Abrams hat Dinge getan, die vorher undenkbar waren oder auch, sagen wir mal, wo man wirklich den Hut ziehen muss vor. Und nochmal, was ich damit gerade meinte, ist wirklich, dass Abrams einen eigenen Stil hat, etwas zu visualisieren. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Das war sein Lensflare. Ja? Also, das mag ich. Nee, also, nochmal, es ist ein stilistisches Mittel, was du mal benutzen kannst. Völlig cool. Aber wenn ein Film, unser erster Star Trek-Film war Lens Flare pur, da habe ich gedacht, ich fall vom Hocker. Ja, so, in Star Trek haben wir nur eine einzige Lens Flare-Szene gesehen, die fand ich cool. Ohne Frage. Das war, als Kylo auf der Brücke stand und diesen Strahl da hat vorbeitunneln sehen. Ja, das war cool. Das war okay. Damit kann ich leben. Für mich ist jetzt abschließend zu Abrams einfach eine Sache wichtig. Man muss Abrams kreative Freiheit lassen, ja, aber man muss ihm auch klar definieren, okay, pass auf, das ist hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auch bei Star Wars gibt es gewisse Dinge, wenn der Millennium Falcon im nächsten Film eckig ist, definitiv. Kriegt da jeder einen Hacken bei. So, also dementsprechend sehe ich Abrams jetzt nicht in dem schlechten Licht, wie teilweise Leute, wenn ich dann lese, ja, und jetzt schon wieder J.J., schon wieder Abrams und jetzt kriegen wir den nächsten Schrott. Das ist Quatsch. Der Mann wird das gut machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er sich in dem Episode 9 jetzt noch ein bisschen mehr austoben kann. Da ist nicht mehr dieses Gefühl der Angst hinter, ach, akzeptieren die Fans das und so, aber das haben sie schon. Sie haben Episode 7 geschluckt, sie werden Episode 8 schlucken und hoffentlich feiern und dann bleibt nur noch Episode 9 vernünftiges Ende. Und ich glaube, da hätte es viel, viel, viele, viele schlechtere Wahlen gegeben wie J.J. Abrams. Ja, okay. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Die Wahl von J.J. Abrams, was sagst du? Cool, eher nicht so gut oder Katastrophe? Also ich denke, in gewisser Weise, ohne ihn jetzt herabwürdigen zu wollen, war es, glaube ich, eine Art von Notnagel, weil was sie nicht mehr haben für den Film ist Zeit. Das heißt, sie brauchen jemanden, wo sie wissen, das hat schon funktioniert und mit dem wird es auch wieder funktionieren. Und ich schätze Lucasfilm so ein, dass sie einfach, man hat immer einen Plan B. Du kannst nicht bei so einer Riesenproduktion sagen, okay, wir verlassen uns auf diesen einen Regisseur und wenn das nicht klappt, naja, dann casten wir halt neu, dann gucken wir mal, wen wir da finden, sondern die wissen einfach schon, wenn die anfangen, okay, wenn es mit dem nicht klappen soll, aus solchen Gründen immer, Krankheit, kann ja alles Mögliche kommen, dann wissen wir, haben wir auf jeden Fall den. Und falls der nicht kann, haben wir auf jeden Fall den, der auch schon Interesse bekundet hat. Und jetzt mal zu Abrams, weil ich bin ein riesen Trekkie, ein riesen Star Trek-Fan und ich kann dazu nur sagen, also ich stimme Mario da nicht zu, weil als ich den Film im Kino gesehen habe, Star Trek 2009, den Film, ich hab geweint vor Freude, weil sie endlich das gemacht haben, was sie sich nie getraut haben. Sie haben sich nämlich nie getraut, Star Wars zu werden, von der Größe der Inszenierung her. Und wenn Abrams halt eins kann, dann ist es halt Sachen inszenieren. Und das kann er richtig gut als Regisseur. Er kann mit den Schauspielern gut arbeiten. Er kann aus den Leuten was rausholen. Und er hat inszenatorisch gut die Ideen und traut sich da neue Wege zu gehen. Und jetzt nochmal, weil auch ganz kurz das nur angesprochen wurde, wegen dem Reboot an sich. Man hätte die Serie gar nicht mehr anders großartig rebooten können, weil einfach schon vom Anfang der Serie bis zum Ende schon alles erzählt wurde bei Star Trek oder zumindest man schon weiß, was in der Zukunft passiert, grob, weil es in den Serien schon erzählt wurde. Das heißt, man musste einfach einen neuen Weg gehen. Und dafür ist ja auch nicht er verantwortlich, sondern er hat ja nur Regie gemacht, sondern es waren dann die Drehbuchautoren Alex Kurtzman und Roberto Orci oder Orci, ich weiß nicht noch, wie man den nennt. Die beiden haben das ja im Grunde geschrieben. Und wenn ich jetzt Abrams eine große Schwäche anrechnen soll, dann ist es gar nicht mal die Regie oder wie er Sachen inszeniert, sondern dann wahrscheinlich das Drehbuch schreiben. Ich glaube, das ist nicht seine große Stärke. Und ich weiß, bei Episode 7 haben ja auch Kestern und Michael Arndt mitgeschrieben.
Aber er schreibt das ja auch ganz selten. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass er überhaupt das irgendwann oft macht, ne? Also bei Episode 7 hat er mitgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass die schlechtesten Ideen von ihm kamen, aber so was ich jetzt gehört habe, hat er sich ja dann immer mehr, musste er sich ja zwangsläufig immer mehr auf die Regie konzentrieren. Und sie haben ihn ja jetzt auch bei Episode 9 dann jemanden an die Seite gestellt, der ja richtig viel Erfahrung beim Terrio, hat. Ja. Hm. Nämlich, ja genau, Terrio, Chris Terrio. Und bevor das jetzt jemand von euch denkt, ich weiß, er hat Batman vs. Superman geschrieben, aber da war er auch nicht alleine. Da hat ja noch jemand mitgeschrieben, und zwar der gute David S. Goyer. Wo man, ich habe das nur mal so gehört und ein paar Interviews meinte man, das so zwischen den Zeilen rauszuhören, dass Chris Terrio gerade noch das gerettet hat, was Goyer verkackt hat. Das war so, aber man muss auch sagen, für die Leute, die Goyer nicht kennen, der hat mit Christopher Nolan zusammen die Batman-Filme geschrieben. Also es ist auch nicht so, dass der nichts konnte, sondern es ist bei Regisseuren wie bei Drehbuchautoren, die haben mal einen schlechten Tag und haben mal einen guten Tag und machen mal was Gutes, machen mal was Schlechtes. Also ich glaube, da kann man nicht hundertprozentig danach gehen, weil der Goyer hat, wie gesagt, mit den Nolan-Batman-Filmen Meilensteine gemacht, hat dann mit Batman vs. Superman das wohl nicht ganz so gepackt, wie man wollte, und dann kam der Goyer dann mit dazu. Also von daher weiß ich nicht, ob man das so krass bewerten kann, aber das stimmt so, wie beziehungsweise kam der Terrio ja dann dazu, aber das stimmt so, wie du das gesagt hast, das ging so auch durch die Presse, dass sie den Terrio dann sogar noch reingeholt haben, denn der Terrio ist unter anderem auch Oscar nominiert mit Ben Affleck zusammen für das Drehbuch von Argo, glaube ich, zusammen haben die das gemacht. Also der hat was auf der Schippe, der Kollege. Genau, also das macht mir eigentlich Hoffnung, dass ich sage, ich gehe nicht davon aus, dass Episode 9 deswegen schlechter wird. Zumal Abrahams sich in dem Universum ja mittlerweile jetzt auskennt und er selber ein Star Wars-Fan ist. Er genau weiß, was er will. Und ich denke mal, er wird sich auch wahrscheinlich schon mit Rian Johnson und so ausgetauscht. Er wird ja schon wissen, in welche Richtung das gehen wird und was das Ende ist. Und wenn er sich mit Kathleen Kennedy gut versteht, dann wird sie sagen, das ist die Richtung. Chris Terrio schreibt die Dialoge und er sagt dann, alles klar, ich inszeniere euch den geilsten Star Wars Film, den ihr jemals gesehen habt, weil das natürlich jetzt vorerst erstmal für eine gewisse Zeit dann aus dieser Saga, ich weiß nicht genau, wann sie die nächsten Teile für die Saga angesetzt haben, aber dass das natürlich jetzt ein großer Abschluss werden muss. Also bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, sogar glücklicher, dass er das macht. Definitiv, ja. Erwarte und hoffe eigentlich nur das Beste. Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, hätten sie bekannt gegeben, dass Christopher Nolan oder zum Beispiel Spielberg den letzten macht, da glaube ich, wäre ich natürlich absolut in Ohnmacht gefallen, wäre mir sogar vielleicht sogar lieber gewesen. Ich bin aber mit der JJ-Sache insofern einfach total positiv gestimmt, weil eins vergessen auch viele Leute. Ich glaube, viele vergessen diesen Hype, der um Episode 7 war und auch das ganze Ding, wie viel auch Abrams damit zu tun hatte, nämlich wie er der Fan-Community gegenüber Sachen rübergebracht hat, kleine Sachen released hat oder auch ganz besonders designtechnisch viele Sachen, die er gemacht hat. Ich meine, da finde ich, muss man ihm auch viel anrechnen, denn solche Sachen wie auch das Kostüm und Maske von Kylo Ren und sowas, die jetzt mega ikonisch schon sind, das sind ja alles Sachen, die hat er natürlich nicht alleine entschieden, aber da war er mitentscheidender Faktor mit dazu. Hat er mitproduziert, ne? Ja, genau. Mit seiner, wie heißt es, Scary Robot, ich weiß nicht, wie seine Bad Firma. Robot. Bad Robot, genau, mit seiner Firma damit. Also von daher hat er auch schon ordentlich mit Input, und da muss ich mal eine Sache sagen. Okay, es ist richtig, dass Sachen recycelt wurden in Episode 7 mit der Starkiller Base, und ich find's kacke und mich ärgert's auch jedes Mal wieder, dass sie es gemacht haben. Möchte ich gar nicht meckern. Das ist aber tatsächlich das Einzige, was ich denen eingestehe, wo ich sage, das haben sie recycelt und das nervt. Alles andere, das heißt, es darf in keiner Star Wars Saga mehr oder in keinem Star Wars Film, wo es ja nun mal viele Wüstenplaneten gibt, jemand sein, der alleine auf dem Wüstenplanet lebt, weil es wird immer ein Rehash von Episode 4 sein. Ist das richtig? So ein Bullshit. Rey und Luke sind komplett verschiedene Charaktere. Rey ist behütet bei Luke Skywalker ist behütet bei seiner Familie aufgewachsen als Farmer.
Rey ist alleine als Scavenger auf dem Planet und hat jeden Tag ums Überleben gekämpft. Beide halt zufälligerweise in der Wüste. Wow! Aber das ist das einzige Ding, was sich da überschneidet, ist fucking Sand. Das ist das einzige vom Charakter. Ansonsten ist es, finde ich, nicht identisch. Okay, wir haben hier wieder einen Charakter, der irgendwo als Farmer oder allein auf dem Planeten ist, der dann eine größere Reise antritt, weil seine Zukunft größer ist. Aber das ist nun mal die Geschichte von Star Wars. Wir werden jedes Mal einen unscheinbaren Helden haben, der nachher zu einer machtvollen Figur heranwächst. Das ist die Geschichte von Star Wars. Das war Anakin Skywalker als kleiner verkackter Typ, Sklave, der Sachen repariert hat, bis hin zum absoluten Ober-Jedi im Jedi-Rat, der jüngste, den es jemals gab. Das sind diese Reisen, die Star Wars verfolgt und die uns auch an die Kinoleinwand fesseln, weil wir nämlich diese Reisen von dem Nichts ins Unermessliche verfolgen wollen. Und das sehe ich dann einfach nicht als Kopieren. So, und dann fängt's schon an. Einen schwarzen Stormtrooper, hatten wir das schon mal? Nein. Hatten wir schon mal einen Stormtrooper, der vom Böse auf Gut gewechselt ist? Nein. Hatten wir, soweit ich weiß, noch nicht. Dann haben wir wieder die Parallele. Ja, okay, in Episode 4 stirbt Obi-Wan und in Force Awakens stirbt Han Solo. Das ist ja dann auch so ziemlich das Identische. Ist überhaupt nicht das Identische. Als Episode 4 rauskam, hat kein Arsch gewusst, wer Obi-Wan ist. Dann stirbt der Typ halt im ersten Film, ist mega traurig, aber okay. Han Solo ist eine Figur der Popkultur und dieser Filme, die seit über 30 Jahren in den Köpfen der Menschen ist und noch, ach, über 30 Jahren, seit ja doch, über 30 Jahren definitiv in den Köpfen der Menschen ist und absoluter geliebter Charakter. Und dann kommt er zurück und dann stirbt er. Der Impact ist ein ganz anderer. Da ist zwar ein Charaktertod, aber nicht jedes Mal, wenn jetzt jemand stirbt, wird es dasselbe sein wie Obi-Wan. Diese Brücken, die erschließen sich mir absolut überhaupt nicht. Wir haben solche Sachen eigentlich. Wir haben noch nie einen weiblichen Stormtrooper gehabt. Egal. Wie die Umsetzung war, die ich auch kacke fand, wir kommen gleich noch auf Phasma, diese Sachen, die Abrams eingeführt hat, die sind originell und die sind cool. Und bei vielen Sachen wollten wir doch auch gar nicht, dass er sich zu weit entfernt. Wollten wir, dass er sich viel weiter von dem Stormtrooper-Design entfernt? Ich nicht. Wollten wir, dass er sich viel weiter von dem TIE Fighter-Design entfernt? Ich nicht. Wollten wir das von den X-Wings? Ich nicht. Ich find's cool, bringt aber bitte auch ein paar neue Sachen mit rein. Denn wir müssen auch mal so sehen, es sind 30 Jahre später. Und wenn wir uns überlegen, wie die Autos vor 30 Jahren aussahen, dann sahen die ähnlich aus wie heute, nicht so luxuriös und so schnieke, aber von der Form und Art her ähnlich. Und das ist hier halt auch, ich finde, es ist alles nachvollziehbar, was er gemacht hat. Es hat alles Hand und Fuß. Und ich finde auch, und da muss ich mir selbst in die Fresse hauen. Ich war einer der größten Kritiker. Es wird J.J. Abrams immer vorgeworfen, er konstruiert Mysterien, löst sie aber nie gescheit auf. Und er hat mal bei einem Table Read oder irgendwo, wo er ja mehr oder weniger so eine kleine Audienz gehalten hat, hat er mal gesagt, dass er findet, es gehört zum Storytelling mit dazu, Mysterien zu erschaffen, die unbedingt gar nicht aufgelöst werden müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Kommentar liebe ich. Wie oft hatten wir haben es sogar in Star Wars schon besprochen, hier im Star Wars Talk mit Alien und so, dass das alles entmystifiziert wird und sowas. Und genau das wirkt dagegen. Er ist jemand, der hat einen Snoke erfunden. Kein Arsch weiß, wer Snoke ist. Es wurde nicht aufgelöst. Es hat mich zutiefst genervt. Er hat Rey gebracht. Kein Arsch weiß, wer Rey ist. Es hat mich zutiefst aufgeregt. Wir werden da Sachen davon jetzt erfahren. Die werden aufgelöst. Aber das sind solche Sachen, die er aufgebaut hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie schön ist es denn, dass er das zu Ende bringen darf auch. Diese Sachen, die er da gemacht hat. Und ich finde ganz einfach, es gibt eine Sache, die mich auch absolut wehmütig dem gegenüber macht, dass JJ das machen darf und sogar glücklich. Und das ist ein Video, da ist mir damals sogar tatsächlich ein Tränchen runtergekullert. Asteroid coming to blow up the base. Princess Leia calling Han Solo. We need your help. I hear you, Princess. I'm on the way to save the day. Everybody take cover. Pieces of the asteroid are crashing into the city. Oh no, there was a monster hidden in the asteroid. Bum, 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 bum. Ha, 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 ha.
Move it. You're no match for me and my X-Men dinosaur. Luke, you must go rescue R2-D2 and C-3PO. Bleh. Come on, gang. I'll get us there in the Falcon. That hunger chunk? I'm gonna bring her in low so the radar won't detect us. Yikes! Well, now what? Hey, look! A secret hatch! Got any more great ideas? Let's split up! Look, the droids! Master Luke, over here! For luck! Whoa! R2-3PO, we're safe! Uh-oh, it's Darth Vader! Han, I can really use your help with this! Did somebody say my name? Wouldn't Vader just follow us in his TIE fighter? Master Luke, R2 and I have taken care of that. You won't get away from me that easy. What? You forced me to use my new secret starship. Oh, that's the ugliest spacecraft I've ever seen. The Force is strong with this one. Can't take much more of this. Chewie, hold on. I'm gonna try something. Blast him, kid. I got him. No. Aw, shucks. See, Your Highness, I told you this would be easy. For bravery! Jeffrey, dinner! 1 minute! And for honor! Jeffrey, Jacob! Sorry, Chewie. Das ist ein Werbespot, wo du einen Jungen siehst, der vor dem Haus spielt mit seinen Spielzeugen, mit Star Wars Figuren, mit einem Stormtrooper und dann kämpft auf einmal, nimmt er einen Plastik-TIE Fighter, der kämpft mit der Enterprise und springt da rum und schießt und freut sich so über das ganze Star Wars und Star Trek und dann hörst du im Hintergrund die Mutter rufen, JJ, komm essen und dann siehst du, wie er aufsteht und rennt ins Haus zurück. Und das war sowas, der JJ, der ist Hardcore Star Wars Fan und das wissen viele Leute nicht. Alle sagen immer, wenn du die Regisseure interviewst, oh, ich liebe dieses Franchise, das ist PR, bla bla. Bei dem Mann ist es aber tatsächlich so, der hat tatsächlich das Angebot abgelehnt, Episode 7 damals als Regisseur zu betreuen, weil er Angst hatte, das zu versauen, weil er diese Marke zu sehr liebt und den Film lieber selbst sehen wollte, als den zu drehen. Er wurde dann mehr oder weniger doch belabert, aber er hat im ersten Moment abgesagt, überhaupt das. Und wer sagt denn Star Wars eigentlich ab, wer wirklich mal was werden will? Also von daher, ich bin an sich total zufrieden mit seiner Wahl. Und wie gesagt, alles das, was Rehash ist, und den gibt es in Episode 7, es gibt einfach Sachen, die sind, finde ich, nicht gut erzählt und nicht gut gemacht. Zum Beispiel jedes Mal wieder, wie heißen die, Rachtare oder was? Diese Flummi-Dinger, die da durch die Gänge rollen. Jedes Mal wieder könnte ich kotzen, wenn diese Szene kommt. Die ist so behindert, die ist auch so schwachsinnig. Auch dieser Storyverlauf. Ha, wir klauen den Millennium-Falken. Ab geht's aus der Atmosphäre. Guck mal, wer da ist. Hahn. Das ging ja schnell. Das ist so storytechnisch. Es gibt da sicherlich Lücken. Und es gibt da sicherlich Sachen, wo man sagt, okay, das hätte man besser erzählen können, aber nach wie vor glaube ich, er hat einen super Job gemacht mit Episode 7 und ich verstehe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe diesen ganzen Hate, den manche dem Film gegenüberbringen, ich verstehe ihn überhaupt nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind auch teilweise dann alles solche Idioten, die mit Gehhilfe auf die Toilette müssen, weil wenn du die Argumente liest, ich habe kein Problem mit jemand, der sagt, ich mochte Episode 7 nicht, weil ich fand es nicht gut, dass sie Han sterben lassen haben. Ich fand den Charakter von Kylo Ren nicht gut. Ich fand das, also die inhaltlich manche Sachen nicht gut fanden, finde ich okay. Aber wenn du dann die Leute hörst, die sagen, ach, ich
mochte die Prequels nicht. Das war überhaupt nicht mehr Star Wars, die haben alles verändert. Wie fandst du Episode 7? Ach, das mochte ich nicht, das war genauso wie die alten, da gab's gar nichts Neues. Hau ab! Also, das ist so Banane einfach auch, das ist so dumm. Die Leute widersprechen sich in ihren Sachen, wenn du die liest, regelmäßig selbst. Das ist dann so, wo ich mir denke, du kannst das manchen Leuten einfach nicht recht machen, dann versuch's auch nicht, scheiß auf die. Weil es gibt Box-Office und auch die Kritiker geben J.J. Abrams recht. Er hat da super Sachen hingelegt und dementsprechend finde ich es auch toll, dass sie ihm da wieder die Chance geben und ich bin fest davon überzeugt, wir werden nicht so viel Rehash bekommen, wie es damals war und das ist, beziehungsweise dem ist auch gut so. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Ja, was sagt ihr denn zur Release-Verschiebung? Und da würde ich sagen, da frage ich als allererstes mal den guten Jonathan. Jonathan, ist das für dich ein Problem, dass wir jetzt mehr oder weniger Episode 7 nicht mehr im Mai bekommen, sondern dann auch wieder im Dezember und wir dann doch schon auch schon ja so ein bisschen mehr als 2 Jahre haben? Oder es dürften dann ein bisschen mehr als 2 Jahre sein, ja. Ja, so um die 2 Jahre, bis dann Episode 9 ins Kino kommt, oder ist das für dich völlig okay? Ja, völlig okay, wie beim Han Solo-Film. Also wäre natürlich schön gewesen, wenn sie nicht diesen Griff ins Klo gemacht hätten, aber das weiß man vorher halt nie. Von daher sollen sie sich ruhig Zeit lassen und das einfach gescheit machen. Okay, Mario, wie sieht's bei dir aus? Die Release-Verschiebung, für dich ein Problem an sich oder für dich vollkommen okay, dass es jetzt im Dezember anstatt Mai ist? Natürlich ist das ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, Alter. Das ist wieder Ewigkeiten warten. Na, das ist ein Riesenproblem. Aber ganz ehrlich, wenn sie den Film dadurch gescheit machen, ist mir das immer recht. Als wenn sie da irgendwie so eine halbfertige Scheiße ins Kino hauen. Das würde da nicht passieren, ich weiß, aber jeden Tag, den sie mehr Zeit haben, kann ja eigentlich nur der Qualität vorteilhaft sein. Deshalb ist es vollkommen okay. Ich hatte eigentlich auch damals eigentlich damit gerechnet, nachdem sie dann das irgendwie so einigermaßen geschoben haben, dass sie dann immer im Dezember kommen. Dementsprechend habe ich mich dann schon gewundert mit dem Mai und so, aber ich sagte ganz ehrlich, finde ich okay. Kann ich mit leben, muss ich aber nicht. Scheiße! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich irgendwie so an dieses Dezember-Release gewöhnt. Das ist so schön, so die Vorweihnachtszeit und dann ja, ein Star Wars dazu. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da jetzt schon so nostalgische Gedanken dran. So schön, ja, kalt draußen, dann schön ins Kino gehen, ah, geil. Und dann den neuen Star Wars-Film. Also, ja, finde ich vollkommen okay. Ich finde es auch scheiße, dass wir jetzt ein bisschen länger warten müssen. Wenn es aber dann wirklich dem Film dient, dann ist es meiner Meinung nach auch vollkommen okay. Ich würde ja sagen, lassen wir den Han Solo-Film ganz sein, dafür kommt der Episode 9 ein bisschen früher. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich da auch schon wieder mega drauf. Und wenn ich mir überlege, Mario, wir haben die Trailer-Talks vor Episode 7 schon gemacht. Und jetzt haben wir, musst du dir überlegen, in die Talks, die wir gemacht haben, jetzt sind wir schon 2 Star Wars Filme weiter. Das ist schon echt crazy. Und jetzt kommt jetzt bald der 3. ins Kino. Also mit 2 weiter meine ich Episode 7 und Rogue One. Und jetzt kommt Episode 8 ins Kino. Das ist schon Wahnsinn. Und damals hat sich das auch angefühlt. Weiß ich noch, als ich aus dem Kino raus bin zu Episode 7, war mein erster Gedanke, leck mich am Arsch, der hat seine Kapuze jetzt abgezogen und jetzt muss ich 2 Jahre warten, bis der Typ redet. Ich raste hier gleich aus. Und jetzt ist es tatsächlich so, also nach 2 Jahren, wenn wir es jetzt wissen, wie es weitergeht, und es ist echt schon ein mega krasses Gefühl, und irgendwie merke ich auch, umso näher man dem Ganzen kommt, auch Episode 8, der Hype ist, finde ich, das Gefühl, ist auch schon viel stärker und größer als bei einem Rogue One oder so. Das ist was anderes, die Episodenfilme. Das ist, sagen wir mal, so real Star Wars, und das andere ist so ein bisschen so coole Spin-Offs, die mal ganz schön sind. Es ist schon, ja. Als ich damals nach Episode 7 direkt aus dem Kino kam, da war ich so geflasht von dem Film. Ne? Da war es echt so geflasht, und ich erinnere mich noch so extrem so an die ersten 4 Gedanken, die ich rauskam. Warum hat er den Helm abgenommen? Der ist so scheiße, so hässlich. der nächste Punkt war von wegen der BB-8 ist der, das war alles so, bam, du hast deinen ganzen Film, hast gedacht, krass, geil.
Dann hast du ihn sacken lassen, hast dir nochmal geguckt, hast im Original geguckt und dann hast du irgendwann, okay, und dann war es auch wieder geerdet. Und war so die Star Wars Dosis, hast du schon fast eine Überdosis drin gehabt, ja, und dann warst du dann aber auch fähig, den Film einigermaßen einzusortieren und so. Und trotzdem, das Gefühl hatte ich jetzt bei Rogue One ehrlich gesagt nicht. Das war ein cooler Film, der hat Spaß gemacht, aber er war halt kein, ja, Episodenfilm. Richtig. Ja, war kein Episodenfilm. Und das Lustige ist, rein filmisch gesehen, finde ich sogar Rogue One besser. Aber irgendwie gefühlstechnisch mag ich Episode 7 mehr. Hört sich komisch an für die meisten, ist aber so. Also rein filmisch gesehen finde ich den hochwertiger erzählt und gemacht, finde ich Rogue One. Aber gefühlstechnisch ist einfach dieses mit Han Solo und Leia und der Sohn von Han Solo bringt seinen Vater um und dieses ganze Emotionale mit dem Charakter, den du kennst, darum mag ich Episode 7 lieber. Sehe aber das erzählerisch und filmisch, das vielleicht ein Tick schlechterer Film ist, aber dennoch super gut. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter und dann, ach ja, wie lange rede ich eigentlich schon darüber? Und wie ewig oder beziehungsweise was für Sachen haben wir uns schon ausgedacht und wie sicher war ich mir, dass er kommt? Und jetzt ist noch nicht offiziell von Disney, aber von vertrauensvollen Quellen wie Deadline oder Hollywood Reporter und solche Geschichten, wurde jetzt berichtet, dass es mehr oder weniger offiziell, weil offiziell ist es erst, wenn Disney es sagt, ein Obi-Wan-Film rauskommen wird und das eventuell sogar der nächste Spin-Off-Film nach dem Han Solo-Film werden wird. Ja, ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, das ganze Ding, und ich möchte es mit euch nochmal bequatschen. Wir haben schon wild drüber philosophiert, das stand dann aber noch weit entfernt in den Sternen. Jetzt sind die Sterne ein bisschen näher gerückt und ich möchte von euch jetzt ganz einfach mal wissen, erstens, denkt ihr natürlich Ewan McGregor oder nicht? Wäre es ein Problem für euch, wenn das sogar eventuell nicht wäre? Was denkt ihr, welche Story soll es gehen? Welche Story soll es auf keinen Fall sein? Was dürft passieren, was nicht? Einfach nochmal interessant darüber zu quatschen, da würde ich sagen, als allererstes der gute Mario. Mario, erstmal und wirklich überhaupt nicht über die Idee an sich des Films quatschen. Mich würde total interessieren, weil das auch so ein bisschen eine Frage war, die durchs Internet ging. Wäre es für dich ein Problem, wenn es nicht Ewan McGregor wäre? Oder beziehungsweise ist Ewan McGregor für dich Pflicht für den Film? Ja, er ist Pflicht. Warum? Weil er mittlerweile in einem guten Alter ist. Nummer zwei, weil er will. Mehr wie nur will. Und die wären doof, wenn sie ihn nicht nehmen. Ja? Ja. Weil alles andere wäre, ganz ehrlich, Idiotie. Ja? Der wird nicht hingehen und wird sagen, ich will 50 Millionen für den Film. Nein, wird er nicht machen. Der will diesen Film machen. Der hat da Bock drauf. Das hat er mehr wie einmal gesagt. Ich glaube, der will auch einmal in einem guten Star Wars sein. Ja, richtig. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich mir jetzt, Kinder hört weg, das ist schädlich für die Gesundheit, ich zünde mir jetzt eine Zigarette an, weil sonst verpacke ich dieses Thema nicht. Ja, das ist, warum verbraten sie einen Showdown zwischen Obi-Wan und Kenobi? Nein. Darum habe ich extra extra kastriert, was du sagen darfst. Weil das darfst du gleich. Über Story, ja? Und was weiß ich, packst du damit rein. Mir ging es rein nur um das Casting von Ewan McGregor. Wäre es für dich ein Problem, wenn es ein anderer ist? Ist es für dich Pflicht? Alles ja. Andere kommt jetzt gleich. Da darfst du dann gleich nochmal, Mario, okay? Da kannst du in Ruhe jetzt erstmal dich mit deinem Nikotin runterfahren und dann darfst du loslegen wie eine Rakete, mein Lieber. Dann würde ich sagen, Jonathan, dann darfst du erstmal in Sachen Ewan McGregor. Wie sieht's bei dir aus? Für dich fast schon Pflicht oder auch kein Problem, wenn es jemand anders wäre? Also, für mich Pflicht, nur erklärbar, falls er krank wird, Gott bewahre, stirbt oder sonst irgendwas passiert. Ansonsten gibt es für mich keinen erklärbaren selbst Grund, warum man ihn nicht nimmt. Selbst dann nicht CGI, dann sollte George Lucas ausbuddeln und hinstellen. Egal. Einer der besten Schauspieler aus den Prequels, einer der besten geschriebenen Rollen aus den Prequels, den musst du bringen. Werden sie auch machen. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Ja, du hast es ja bei den, sagen wir mal, leicht verschmitzten Gesprächen oder Interviews mit ihm gemerkt, dass er gerne würde und dass da auch irgendwas im Hintergrund brodelt. Das ist schon seit langer Zeit besprochene Sache und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass das, ja, wie gesagt, schon länger in trockenen Tüchern ist. Und für mich ist es auch Pflicht. Nicht nur perfektes Alter, sondern verdient hätte es sich auch. Und super wäre es natürlich und erklärbar wäre es dann natürlich auch. Super cool. Das einzige Problem, was ich jetzt schon damit hätte, ist, ich will nur nicht, dass sie, sagen wir mal, von der Zeit, von dem Zeitstrang her zu nah an Alec Guinness rangehen. Ich möchte gerne, dass sie ganz nah an Episode 3 rangehen, denn ich möchte definitiv keinen irgendwie älter geschminkten Ewan McGregor mit grauem Bart oder sowas sehen, sondern den, wie er jetzt aussieht, nämlich noch näher an der Episode 3 dran und da hätte ich definitiv Bock drauf. Wie gesagt, er ist für mich absolute Pflicht und ja, sensationell cool. Dann würde ich sagen, Mario, nachdem du hoffentlich dich jetzt nikotintechnisch ein bisschen abkühlen konntest, würde mich jetzt total interessieren, jetzt wo es wirklich dann auch in den Startlöchern zu stehen scheint, wie sieht's denn storytechnisch aus? Was erwartet oder erhofft ihr euch denn von einem Obi-Wan-Film? In welche Richtung soll es denn gehen? Welche Zeitlinie soll für euch beleuchtet werden? Was erhofft ihr euch für Abenteuer? Und was wollt ihr vielleicht unbedingt gar nicht, beziehungsweise was wollt ihr überhaupt nicht sehen? Was wäre für euch ein absolutes No-Go? Dann würde ich sagen, Mario, dann haust du mal rein. Was wäre für dich storytechnisch cool? Und was wäre für dich kacke? Und was ist vielleicht eine verpasste Show? Hätten wir dieses Gespräch vor 3 Jahren geführt, hätte ich dir gesagt, storytechnisch erwarte ich einen mega geilen Film mit einem, weiß ich nicht, mit einer Verfolgungsjagd, wie er versucht, das Maul von da wegzulocken, keine Ahnung was. Jetzt, ganz ehrlich, was wollen sie machen? Gut, entweder kriegen wir einen, der relativ nah an Alec Guinness dran ist, dann haben wir irgendwie, ich glaube, Camping in der Jotlandwüste, Teil 1 bis 4. Da können wir dann lernen, wie man Lagerfeuer macht und wie man sich nachts warm hält und tagsüber kühl. Produktplatzierung von Wolfskin? Ja, genau, richtig. Ja, Wandtasse aufschneiden. Ja. Also ich denke schon, dass sie irgendwo eine goldene Mitte finden müssen, und zwar da, wo das Imperium anfängt, mit Inquisitoren zu arbeiten. Und wenn da so ein Inquisitor hinkommt, dass er den versucht hat, loszuwerden oder so. Man muss halt, das ist wirklich krass, aber wahr, man muss versuchen, ein Äquivalent zu Darth Maul zu finden, der von der Gefährlichkeit her ungefähr auf demselben Level steht und wo man zumindest was hinkriegt. Alles andere, ganz ehrlich, könnte ich mir kaum vorstellen. Was willst du wirklich machen? Außer, wie gesagt, Camping in der Jutlandwüste. Wie verhalte ich mich? Ja? Ich will nicht sehen, wie der Horden von Taskenräubern abschlachtet. Ich will nicht sehen, wie der den ganzen Tag auf dem Felsen liegt und Luke durchs Fernglas beobachtet, wie der in sich in die Windeln scheißt. Das ist alles so herzlich uninteressant. Also ich will schon, klar, ich will noch mehr Beleuchtung für den Charakter haben, weil das verdient dann Obi-Wan. Aber ich will natürlich auch eine spannende Story, ohne Frage. Ja, und weiß ich nicht, kommen wir zur verpassten Chance. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die hat man weggeworfen. Und nochmal zusammenkleben kann man das Maul, glaube ich, nicht. Ja, das wird ein bisschen schwierig. So, deshalb, ich weiß nicht. Also, du bist kein Rebels-Fan, ich toleriere die Serie wenigstens, aber ich sage ganz ehrlich, sie haben 2 große Charaktere in dieser Serie weggeschmissen, die wahrscheinlich jetzt zumindest Maul einen tollen Auftritt gekriegt hätten. Selbst einen Thrawn hätte man nicht wegschmeißen müssen, den hätte man bei aller Liebe auch durchaus in andere Filme noch setzen können. Das ist schade drum, das ist eine Chance, die weggeworfen ist für die große Leinwand. Und tja. Okay. Film dämpft sich in der Erwartung bei mir wirklich deshalb nur, weil ich mir überlege, was könnten die da an Story machen? Vielleicht schaffen die ein Meisterwerk und wir freuen uns da in 2 Jahren oder 3 Jahren drüber oder 4 oder 5, keine Ahnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich sehr wenig Optionen und da müssen sie sich richtig anstrengen. Okay.
Jonathan, wie sieht's bei dir aus, storytechnisch jetzt für den wirklich, ja, in Planung zu sein scheinenden Obi-Wan-Film, storytechnisch, wo hast du Bock drauf, was wäre für dich absolut cool, was wäre für dich ein No-Go, was hast du dir erhofft, hau einfach mal raus. Also für mich wäre ein No-Go tatsächlich Darth Maul gewesen, weil ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man ihn für die Serie auch zurückgebracht hat, dass man ihn für einen Film zurückbringen hätte wollen. Er ist in der Hälfte durchgeschnitten worden. Er ist in einen Schacht gefallen. Gut, man hat nicht gesehen, was unten ist, aber für mich war derjenige einfach tot. Dann suche ich den Fehler eher bei George Lucas, sie hätten ihn nicht im ersten Teil killen sollen, sondern ihn weiter behalten, sondern er hätte episch in Episode 3 sterben sollen, meinetwegen. Aber ihn nicht zurückholen, das ist... Da kannst du mal sehen, dass du keine Ahnung hast. Da unten standen Sanitäter bereit. Die haben beide Hälften aufgefangen. Leider ist er auf seine Beine gefallen, was den tödlichen Sturz dann gedämmt hat. Und deshalb hat er überlebt. Also man findet sicherlich eine Erklärung, wie er überlebt hat. Vielleicht ist sein Volk auch nicht so anfällig für abgeschnittene Körperteile oder ähnliches. Die Erklärung ist aber tatsächlich auch im Star Wars, in den Star Wars Prequels an sich vorhanden, ob man die mag oder nicht, aber sie ist tatsächlich da, weil es ist natürlich auch überlebenstechnisch nicht ganz so machbar, dass du am lebendigen Leib verbrennst und 1,50 Meter vor zigtausend Grad heißer Lava liegst. Mhm. Und auch er hat's überlebt. Das ist aber, das gab's auch schon in vielen Comics, das wird damit beschrieben, dass der Hass und die dunkle Seite dich am Leben hält, obwohl du eigentlich schon längst tot sein solltest. Und aus diesem Grund überleben auch stark verletzte und entstellte und wirklich schon halbtote Sis teilweise Verletzungen, die halt jemand anders, der nicht überleben würde. Bei ihm muss man halt sagen, er ist wirklich halt auch komplett in der Mitte durchgeschnitten worden. Da verstehe ich aber tatsächlich die Kritik von dir, weil ich habe damals ähnlich gefühlt, ich fand es ein bisschen Banane, dass sie ihn zurückgebracht haben. Ja. Dann hätte er ihm wirklich auch nur den Bauch aufschneiden können, er fällt runter und dann hätte er in Episode 2 wiederkommen können. Ja. Wäre auch geil gewesen. Ja, aber was ich denke, was ich mir jetzt vorstelle, was ich interessant finden würde, wäre zu sehen, was ist eigentlich ganz konkret, nachdem, nachdem Yoda ins Exil geht und er auf sich allein gestellt ist, weil in Episode 3 hat man irgendwie nicht gesehen, dass es ihn wirklich so massiv berührt hat, dass scheinbar alle Jedis tot sind, die er jetzt so kannte. Dass die alle verfolgt wurden und ausgeschaltet wurden. Und wahrscheinlich leben ja noch irgendwie welche, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er denkt, wenn ich er wäre, ich würde, klar, ich habe diesen Schutzauftrag gegenüber Luke Skywalker, aber ich würde trotzdem denken, vielleicht finde ich doch noch jemanden. Ich strecke mal meine Fühler der Macht aus, vielleicht spüre ich irgendwo noch jemanden und kann noch jemandem helfen. Und sicherlich, nur weil es das Imperium ist, wird es ja trotzdem noch viele Leute geben, die, sag ich mal, auch früh gesagt haben, das ist nicht schön, was hier passiert mit dem Imperium. Kontakte knüpfen irgendwie. Und es muss ja auch einen Grund geben, warum er sich dann komplett auf Tatooine zurückgezogen hat. Und vielleicht ist es tatsächlich dann, ist es eine Chance, das zu schaffen, den Leuten zu erklären, dass wenn ihm irgendeine Tragödie noch passiert, zusätzlich noch, er findet einen jungen Jedi und der wird doch noch getötet, dass er sagt, nein, es hat keinen Sinn mehr, hier ist niemand mehr am Leben, ich ziehe mich jetzt nur noch zurück und beschütze nur noch Luke und ich habe keine andere Aufgabe mehr in meinem Leben. Also das wäre für mich vorstellbar. Er muss ja noch seine Frau kennenlernen, noch mindestens einen Sohn oder eine Tochter zeugen, die dann ebenfalls noch eine Tochter zeugen, sonst hätten wir Rey nicht. Ne? Vielleicht, genau. Also das wäre dann auch eine Möglichkeit. Also das wäre, sage ich mal, auch prädestiniert, wenn sie jetzt in Episode 8 wenn sich tatsächlich erklären sollte, wer ihr Vater ist und es sollte Obi-Wan sein, dann wäre natürlich prädestiniert, dieser Film den Leuten dann zu erklären, okay, wie ist das aber passiert? Das könnte man dann damit auch geschickt auflösen. Ja. Okay. Ja, scheiße, jetzt habt ihr tatsächlich mit dem letzten genau das genommen, was ich schon die ganze Zeit vorbereitet habe, ist nämlich tatsächlich auch, es ist doch kein Zufall, dass wir die Herkunft von Rey bekommen und sehr wahrscheinlich kurz danach einen Standalone-Obi-Wan-Film. Also, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ineinander spielt und denkt dran, wer diese Theorie als erstes hatte, wie lange es dieses Video auf meinem Kanal schon gibt. Ich verteidige bzw. ich fieber dieser Theorie immer noch hinterher, wenn es nicht so ist.
der Film halt scheiße. Nein, dann ist halt blöd gelaufen. Die werden sich schon was Cooles einfallen lassen. Ich favorisiere aber diese Theorie und ich glaube, dass das einfach dann ganz cool wäre. Und das würde eigentlich auch nur mit da rein spielen, dass ich glaube, dass das Interessanteste an diesem Film nicht in Darth Maul oder was weiß ich mehr, sondern das Innenleben von Obi-Wan. Der hat gerade eben seinen besten Freund getötet, ja, musste mit ansehen, wie der am lebendigen Leib verbrennt. Sein komplettes Dasein wurde ausgelöscht, weil der Jedi-Orden nicht mehr existiert. Der Mann liegt eigentlich innerlich am Boden. Der ist wirklich am Ausbluten. Und auch das ist sowas, der wird sicherlich viele Sachen in Frage stellen von dem Jedi-Orden und das auch zu Recht und wird sich vielleicht auch kurzzeitig sogar versuchen, diesem ganzen Ding abzuwenden. Und dieses Abwenden könnte wirklich auch darin resultieren, dass er vielleicht irgendwo in Tatooine auf dem Markt irgendeine Sklavin oder so kennenlernt und die Story dann darin besteht, dass er sich in diese Sklavin verliebt und die vielleicht befreit. Und um die zu befreien, dann halt auch ordentlich Stress mit Jabba oder was weiß ich riskiert, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sowas eventuell auch eine Storyline wäre. Da bauen sie Boba Fett dann ein. Das wäre zum Beispiel auch machbar sogar. Der ist noch ein bisschen klein. Beziehungsweise noch ein bisschen jung, um da als Boba Fett aufzutauchen. Aber ich glaube, als plausibelste Sache ist, und viele werden da erstmal zusammenzucken, und ich habe beim ersten Mal, als ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, auch gedacht, ich weiß nicht. Wir haben schon drüber geredet, und weil es so gut angekommen ist am Ende von Rogue One mit der Darth Vader-Szene und so einem Darth Vader-Standalone-Film, es gibt keinen Darth Vader-Standalone-Film, aber der kommt im Obi-Wan-Film nochmal vor. Einfach nur aus dem Grund, es gibt ein Zitat aus Episode 4, das ist, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, warst du der Meister und ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister oder bla bla bla. Ne? Der offizielle Wortlaut kann ich jetzt nicht genau wiedergeben. Ich glaube, dass das nicht auf den Fight von Episode 3 sich dann beziehen soll in diesem Film, sondern auf ein Aufeinandertreffen, das es jetzt nochmal gibt. Denn auch total spannend ist, zu dem Zeitpunkt, als er Luke Skywalker in die Hände von seinem Onkel abgibt, weiß er nicht, dass Anakin überlebt hat. In Episode 4 weiß er aber, dass Anakin überlebt hat und jetzt diese Maschine ist. Das heißt, er muss das irgendwoher erfahren haben, dass er überlebt hat und jetzt Darth Vader ist. Das heißt, da gibt es tatsächlich diesen Spielraum, denn er verlässt ihn, während er brennt, nimmt sein Lichtschwert und geht weg. Er geht natürlich selbstverständlich davon aus, er ist tot, schnappt sich seinen Sohn, bringt den nach Tatooine und bleibt da. Das heißt, aber in Episode 4 weiß er, dass Darth Vader Anakin ist. Das heißt, es muss irgendwann einen Zeitpunkt gegeben haben, wo er das rausfindet. Das stelle ich mir als richtig geilen, dramatischen Erzählfaktor vor, dass er das rausgibt. Denn ich gehe ganz stark davon aus, wie du auch gesagt hast, Jonathan, der eine oder andere Jedi wird sich versteckt gehalten haben. Und wie wir wissen, hat Darth Vader unter anderem auch versucht, diese Jedis zu jagen mit seinem Inquisitoren und er auch selbst. Er hat übrigens auch sein erstes Lichtschwert von einem Jedi bekommen, den er gejagt hat. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das weiß Obi-Wan ja auch, das erzählt er ja auch, dass Darth Vader die alle gejagt hat. Genau, richtig. Also von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es vielleicht so kommen wird auch, dass irgendein Jedi noch ein Notsignal absetzt, den er kennt oder so, und er versucht ihm zu helfen. Und in dem Moment, wo er ihm helfen will, wird er halt mit Darth Vader konfrontiert. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wir hier nochmal einen Fight tatsächlich sehen zwischen Obi-Wan und Darth Vader, aber ein bisschen agiler als in Episode 4 und ein bisschen brachialer wahrscheinlich. Und ich kann mir ganz gut... Aber nicht so agil wie in Episode 3. Genau, und auch nicht... Also sie werden sicherlich nicht 15 Minuten 10 Zentimeter voneinander Lichtschwerter schwingen, aber ein cooles halt, sagen wir mal, ja, also schon anständig. So mit 5 Minuten Teepause. Ich würde jetzt... Lass uns mal Pause machen. Wir sind älter geworden, wir machen jetzt mal Pause. Ja. Wie damals auf Mustafa. Das muss jetzt nicht sein, dass wir uns 2 Stunden ohne Ende prügeln. Ne? Ich würde sagen, von der Intensität her, so ähnlich wie in Episode 7 oder Episode 6, der Luke Skywalker Darth Vader Fight, so in der Art und Weise ein bisschen brachialer, aber auch schon mächtig. Und Darth Vader wird verlieren, wieder, weil er ist immer noch der Schüler und er ist der Meister. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, leider Gottes muss ich da die Rebel-Brücke ziehen, weil das war das Einzige, was halbwegs
da jetzt dazu passt. Ich kann mir nämlich zum einen vorstellen, dass eventuell in diesem Fight Obi-Wan Kenobi Darth Vader an der Maske so sehr verletzt, dass er einen Teil von dem Gesicht sieht durch die Maske. Und dass das der Punkt sein wird, wo er realisiert, dass unter dieser Maske immer noch sein Schüler ist, immer noch Anakin Skywalker. Und das heißt dann aber, wir sehen Hayden Christensen wieder. Ja, und das fände ich sogar, hätte sich in gewisser Weise auch ein Stück weit verdient, wenn es nur für diese Szene ist, dass man sein Gesicht sieht. Und ich glaube, wie dramatisch wäre denn das auch? Ich stelle mir das jetzt schon, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, mit Musik von Williams untermalt und dann siehst du, wie die beiden sich in dem Kampf duellieren und dann realisiert er, dass es ihn immer noch gibt und dann wünsche ich mir auch wieder dieses Obi-Wan-typische, was er auch in Episode 3 am Ende versucht hat und es ist immer noch Gutes in dir, du warst mein Schüler und ich will das unbedingt sehen, dass er immer noch an seine gute Seite plädiert und dass wir dann aber in diesem Moment auch wirklich hundertprozentig erkennen, dass Anakin tot ist, dass es nur noch Darth Vader gibt und das wirklich dann... Meister des Bösen ist. Genau, dass du dann wirklich auch siehst, du hast versagt, alter Meister oder was weiß ich, ich bin nur ein Sith-Lord. Oh, es wäre so hammer-ikonisch und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich ein Problem mit der Idee, jetzt irgendwie da Darth Vader nochmal irgendwie einzubauen, aber es würde Sinn ergeben. Das ist geil. Ja, es wäre geil. Aber man müsste auch auf jeden Fall sehen, dass er was wirklich Schlimmes macht, weil Obi-Wan sagt zu Luke, er ist eine diabolische Maschine. Ja. Also eine teuflische Maschine. Ich meine, also da muss schon was passieren. Ja gut, der wird wahrscheinlich auf seiner Suche nach den Jedis auch ordentlich irgendwelche Bewohner abmurksen. Ich kann mir zum Beispiel da auch als ganz coolen Faktor vorstellen, stellen wir uns vor, diese Storyline mit eingewoben, er hat vielleicht wirklich eine Frau und hat schon ein Kind und Darth Vader tötet sogar seine Frau noch. Also das wäre ja nochmal, das wäre nochmal so ein Stückchen krasser. Das wäre mir vielleicht ein Stückchen zu weit. Aber er wird sicherlich irgendwas tun, um das Ganze ganz einfach nochmal um einiges zu dramatisieren. Und ich würde mir sogar zum Beispiel total wünschen, dass Darth Vader so die ganze Zeit am Realisieren ist, warum Obi-Wan überhaupt auf Tatooine ist. Er ist immer nah dran, er weiß es nicht, aber er ist immer nah dran. Was beschützt du, alter Mann? Was ist da? Irgendwas erwittert was. Also den ganzen Film lang, dass du merkst, was macht der Typ da eigentlich? Und Obi-Wan ganz einfach auch aus dem Grund in Zugzwang gerät, sich ihm zu stellen, ganz einfach, dass er das nicht rausfindet. Und ich kann mir einfach ganz gut vorstellen, weil einfach dieses Zitat dann so geil noch dazu passen würde, ist halt, Obi-Wan sind ein paar Jahre später, nicht viele, aber ein paar Jahre später nach Episode 3, und trotzdem ist er immer noch Anakin überlegen. Selbst dieser diabolischen Maschine Darth Vader ist er zu diesem Zeitpunkt noch ein Stück weit überlegen. Und von daher finde ich, dass sogar das Ganze ein bisschen mit dem Ganzen in Episode 4 noch ein Stückchen mehr Gewicht geben. Und wie gesagt, ich stelle mir das episch und grandios vor, ganz besonders. Und da aber wirklich der Hauptaugenmerk auch das Innenleben von Obi-Wan. Ich möchte sehen, wie er vielleicht mit Qui-Gon sogar redet, mit dem Force Ghost. Ich möchte es sehen. Oh. Ich möchte seinen inneren Konflikt sehen, wie er sagt, ich habe ihn ausgebildet, ich bin für das alles verantwortlich, was hier eigentlich passiert ist. Ich habe das alles verkackt und ich möchte genau das, möchte ich erleben. Also es ist mega viel Potenzial in dem Ganzen. Und bin da aber auch beim Jonathan mit, sie hätten Darth Maul gar nicht zurückbringen sollen. Dann aber, als er wieder da war und man es eh nicht ändern konnte, so wie es halt nun mal bei Dave Filoni und seinen animierten Serien ist, hätte ich es halt ganz cool gefunden, wenn sie es da hätten beenden lassen. Problem bei der ganzen Sache ist nur, es gibt viele, die haben kein Clone Wars geguckt und diese ganzen Geschichten und auch kein Rebels. Für die war, der hat doch die Beine, seinen ganzen, Der wurde doch in der Mitte durchgeteilt. Warum ist der wieder da? Das ist so, man überschätzt immer, wie viele das eigentlich schauen. Das sind nicht viele. Das sind nicht mal 10% der Kinogänge wissen die komplette Storyline von Clone Wars und Rebels etc. Also von daher wäre das schwierig gewesen. Es wäre aber trotzdem nochmal ein epischer Kampf gewesen, auf den ich mich sicherlich gefreut hätte. Und ich bin mir ganz sicher, das ist auch der Grund, warum sie das mit Darth Maul dann gemacht haben, weil ihnen von vornherein klar war, diese Storyline wird es nicht geben. Und das ist auch ein Grund, diese ganzen Indizien. Episode 7 kommt raus, du hörst die Stimme, unter anderem auch von Ewan McGregor und Guinness, von Obi-Wan in Episode 7. In der Rebels-Serie kommt auf einmal Obi-Wan vor.
Das ist so, Obi-Wan wurde langsam aber sicher da komplett mit reingestrickt. Das ist schon viel länger geplant und ich bin mir auch ganz sicher, das ist schon viel länger unter trockenen Tüchern. Na gut, dann würde ich sagen, wenn von euch beiden keiner mehr was hat, dann gehen wir weiter. Und dann würde ich sagen, dann quatschen wir jetzt einfach mal über ein paar Designs. Und da fangen wir an mit Kylo Ren's TIE Fighter, beziehungsweise, ich glaube, der wird sogar TIE Slicer genannt. Fange ich mal an, finde ich, wir haben schon mal drüber gesprochen, da gab es ein geleaktes Bild, jetzt ist sie ja offiziell mit den Toys und so rausgekommen, sieht schnieke aus, sieht cool aus, sieht halt aus wie so ein TIE-Bomber, sieht sehr, ja, agil aus und was ich ganz cool finde, habe ich damals schon gesagt, es wurde berichtet und es scheint hier wirklich so, ob sie das bewusst gemacht haben als Design-Element, es sieht so aus, als wäre die Kuppel vorne so, sieht leicht Millennium-Falken-mäßig aus, ja, und da wir ja wissen, wo er familiär herkommt, ist es für ich so ein kleines Gimmick, was eventuell ganz cool ist. Finde ich, sieht ganz cool aus. Bleibt abzuwarten, wie lange wird er, wie viel Zeit wird er in dem Ding verbringen. Ich gehe davon aus, er wird in einer Schlacht da auftauchen. Das ist wahrscheinlich entweder die Anfangsschlacht oder die Endschlacht, wo man ihn kurz damit sehen wird, wie er ordentlich auf die Kacke haut. Ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, jetzt haue ich hier mal eine Bombe raus, dass er in diesem Teil Poe Dameron tötet im nächsten Teil. Weiß nicht warum, aber kann mir ganz gut vorstellen, wenn er dann schon mal einen Fighter hat und dann kämpft er gegen den besten Fighter aus aus der Resistance und er tötet ihn dann am Ende. Das wäre schon heftig und das würde noch mehr Hass auf Kylo Ren schüren. Ganz besonders auf vor dem Hintergrund, dass es gibt noch nichts Offizielles davon, aber es gibt ein Bild wie heißt der Schauspieler von Kylo Ren? Ich habe jetzt Gehirnfrost. Helf mir. Moment, Kylo Ren. Ben irgendwas mit, nee, Quatsch, nee, das ist so. Ben Kenobi, nein. Ach, wie heißt Kenobi, der? Ne? Ich werde jetzt gleich irre. Adam Driver, genau. Adam Driver, wenn, es gibt ein Bild von ihm, da hat er eine TIE Fighter Outfit an am Set. Kann natürlich möglich sein, dass er da einfach nur auch einen Statisten irgendwie mal gespielt hat, weil zu wenig Leute da waren. Oder es ist eine Flashback-Szene, die sie da nicht benutzt haben. Und er war wirklich auch für die Resistance schon vorher auch, weil wir auch wissen, er hat unter Luke und so auch gelernt, dass er auch da schon fightermäßig unterwegs war und vielleicht zu dem Zeitpunkt mit sogar der Beste den Star gab. Und das fände ich, wäre eventuell so ein geiler Storypunkt. Ist jetzt aber ein absoluter Gehirnfurz, gibt keine Indizien dafür. So, wie sieht's aus, Mario, designtechnisch, Kylo Ren's TIE Fighter, / TIE Slicer, findest du cool oder eher mehr? Ist okay. Also ich bin jetzt nicht der ich sag jetzt nicht, boah, ist das mega geil, das Teil. Ich find's okay. Ich finde halt diese abnorm vielen Abwandlungen der TIE Fighter mittlerweile echt, aber es ist schon okay, es ist halt wieder so ein Misch halt, ne, aus vielen verschiedenen TIE Fightern, ein bisschen Interceptor, ein bisschen hier, ein bisschen da, das ist okay. Ich will ihn live sehen, ich will ihn im Film sehen, aber ist jetzt nicht so, wo ich jetzt einen großen Hype drum machen würde. Okay. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Kylo Ren's TIE Fighter, findest du cool oder eher mehr? Ja, also muss ich auch gestehen, knallt mich jetzt nicht aus dem Sitz. Sieht ganz nett aus, er sieht sehr schnell aus. Er wird wahrscheinlich sehr wendig sein, aber ich hoffe, er ist nicht so wie diese Droidenfighter aus Episode 1 bis 3, die sich so extrem schnell immer drehen konnten. Ja, ja. Ist ein bisschen too much, aber es ist okay. Er sieht halt, ich finde den Interceptor ganz cool, der sieht dem ganz ähnlich so. Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt das Design von Kylo Ren, seinem TIE Fighter besprochen haben, quatschen wir jetzt mal über den Heavy Scout Walker. Da habt ihr ein Bild von mir bekommen, von dem Lego-Set. Sieht irgendwie, kann ich gar nicht sagen, sieht ein bisschen komisch aus. Eine Krake. Ja, wie eine Krake, ich weiß nicht warum, aber das Ding erinnert mich an die Zahnfee-Kreaturen aus dem Hellboy-Film, aus dem zweiten. Mit dem Kopf oben drauf und dann den vielen Beinen. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber es war das Erste, an was ich gedacht habe. Sieht crazy aus. Krake ist glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Sieht abgefahren aus. Ich glaube, es wird ein relativ schnelles Fahrzeug sein, das wahrscheinlich richtig schnell vorankommt.
kommt. Und ist natürlich auch, wie der Name natürlich auch schon sagt, mit, ja, wie heißt das, Heavy Scout Walker. Und dann haben wir ja auch diese Scout Trooper damals gehabt, die mehr oder weniger dann auf diesen Speederbikes unterwegs waren. Das heißt, wie der Name schon sagt, mit dem Scout, das soll natürlich was auskundschaften oder so. Da gehe ich davon aus, es wird was relativ Schnelles sein. Es kann auch sein, dass es vielleicht ein Ersatz ist für diesen Probe-Droiden, den es damals gab, der auf Hoss gelandet ist. Sieht auf jeden Fall abgefahren aus und ich bin gespannt, wie er im Film rüberkommt. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Der gute Scout Heavy Walker, cool oder eher mehr? Ja, also es hat mich auch sofort an diesen Droiden erinnert. Ich weiß nicht, ob sie Droiden in dem Sinn nicht mehr vertrauen oder dass es einfach eine gepanzerte Variante sein soll, weil Han Solo hat ja seins mit einem Blaster ausgeschaltet. Die Dinger kosten ja sicherlich irgendwie auch was. Ja, ich finde es komisch, dass es jetzt, also es hat ja 8 Beine, finde ich ein bisschen seltsam. Aber vielleicht haben sie einfach aus den Fehlern gelernt gegen die Ewoks, dass so ein paar Baumstämme irgendwie die Walker flachlegen können und haben jetzt da ein bisschen Abhilfe geschaffen. Finde ich ein bisschen seltsam, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich mit 8 Beinen einfach geländegängiger als mit 2 Beinen. Okay. In jedem Gelände eingesetzt werden. Wahrscheinlich, ja. Wenn es in jedem Gelände eingesetzt wird, dann haben die Vehikel in Star Wars meistens auch ein AT davor, wegen All Terrain. Also von daher, weiß ich nicht, ob es dafür 100%, vielleicht hat es auch eine besonders tolle Aufgabe, kann ja auch sein, reißt irgendwie den Boden auf oder keine Ahnung, sieht abgefahren auf jeden Fall aus, das Ding. Und irgendwie, glaube ich, ist es relativ schnell. Mario, wie sieht's bei dir aus? Der gute Heavy Scout Walker, cool oder eher meh? Naja. Ich steige jetzt die ganze Zeit da drauf und habe mir gerade überlegt, haben die nichts Besseres zu tun bei der First Order? Also weiß ich nicht. Ist ganz nett, aber wofür? Ich meine, die Dinger, so wie das Ding aussieht, ist es wieder so, dass du die Dinger wieder flach legen kannst, weil die Beine nur rechts und links rausgehen. Das heißt, das Ding ist wieder kippbar. Na, gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich finde generell das schön, dass sie sich wieder Gedanken machen über mal alternative Vehikel und nicht alles immer nur, naja, gleich machen. Ne? Das finde ich gut. Aber kommen wir nachher zum Design von einem anderen Ding. Das finde ich nämlich echt stark. Okay. Das ist auf jeden Fall nett hier. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Und dann kommen wir jetzt zu dem AT-M6. Und da sind wir jetzt auch bei dem, was gerade eben der Jonathan schon angerissen hat. Und das sind die All-Terrain Mega Caliber 6, heißt das. AT-M6. Und darf ich mal sagen, dass dieses Mega Caliber, dass ich das ein bisschen Banane finde, das hört sich irgendwie an wie aus Power Rangers oder so. Mega Caliber 6 transformieren. Irgendwie, keine Ahnung. Hört sich komisch an, aber wir werden hier wahrscheinlich sowieso nur die Abkürzung haben mit ATM6, was natürlich so ein bisschen der große Bruder und Nachfolger von dem AT-AT sein wird. Oder wie die im Englischen, da wird sich tatsächlich im Englischen immer gestritten, ne? AT-AT oder AT-AT. Ich find's grandios. Ist natürlich für mich auch der AT-AT und hier ist es ja auch kein ATM6, also von daher ist es ein ATM6. Schauen uns da mal die Bilder an, haben da tatsächlich dieses offizielle Design und das ist der Walker, über den wir schon mal gesprochen haben in einem älteren Star Wars Talk, der so ein bisschen Gorilla-mäßig aussehen soll, wie wir hier auch sehen. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er auf seinen Handballen gehen. Er ist tatsächlich auch von der Größe her um einiges größer nochmal als ein AT-AT. Wir haben Informationen bekommen, war in der offiziellen Star Wars Show auf YouTube auch, dass es sehr schwer sein wird, diesen Walker überhaupt umzuwerfen, wo sie sicherlich darauf hinaus wollten, dass das mit irgendwelchen stumpfen Kabeln oder sowas wohl nicht mehr möglich sein wird. Da hat Gott sei Dank dann auch natürlich First Order was gelernt und dann Sachen geändert. Und von daher, total interessant. Und mich würde dann ganz einfach interessieren, Mario, wie sieht's denn aus mit dem ATM6? Gefällt dir das vom Design her? Findest du cool? Bist du gespannt drauf, wie der sich im Film präsentieren wird? Oder eher mehr? Nö, ich finde den ganz cool. Ich finde vor allem interessant, ich meine, der sieht wirklich aus wie so ein Gorilla mit dem Vorderlauf da. Und was mich am meisten fasziniert hat, war so, ich habe so vorne so das Cockpit gesehen und dachte so an Zylonen von Galactica. Ja, muss ich auch sofort. Ohne jetzt höre ich das Geräusch mit diesem
Also diese rote Scheibe da so, ja, und dann davor noch, das sieht ohne Scheiß, sieht aus wie so ein Classic-Design von so einem Centurio aus Galactica. Das ist ja dann mal das geilste Crossover der Geschichte, oder? Die Zylon erschaffen haben damit autonome Maschinen. Aber so vom Design her, wie gesagt, es sind noch viele Elemente vom AT-AT drin. Es sind aber auch einige neue Sachen dabei, wie der Vorderlauf oder das Cockpit. Ich finde es ganz nett, also richtig cool. Ja, sieht aus wie so ein Sabanatz. Ist das eine Kanone, was er da über dem Kopf hat? Oder was? Es müsste eine Kanone sein. Wahrscheinlich entweder eine Ionenkanone oder ich würde sagen eine Ionenkanone. Oh, was es auch sein könnte, kann ich mir jetzt irgendwie optisch nicht vorstellen, aber es könnte sowas sein wie ein Schutzschild. Was das erinnert mich gerade so ein bisschen vom Design her auch. Es tut mir leid, dass ich das erwähnen muss, aber von den Gungans, diese Dinger, was die da auf dem Rücken hatten, wo sie sich dann die Schutzschilder da gemacht haben. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Schildgenerator ist, dass sie daher auch ein bisschen immuner sind. Was sagst du? Willst du so sagen, dass da Gungans drin sind? Ja, klar, weil mega heftig General und so. Ja. Du musst dann nur durch den Schild laufen, dann ist da kein Problem. Richtig. Dann würde ich sagen, Jonathan, wie sieht's bei dir aus? ATM-6, nice oder eher mehr? Ja, ganz cool. Also der soll ja auch tatsächlich größer sein, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, als ein AT-AT. Doppelt so groß fast, glaube ich. Der sieht auch mächtiger aus auf jeden Fall. Die Beine sind auch breiter als beim AT-AT. Die waren recht dürr. Was ich auch noch interessant finde, ist die Art, wie die Vorderbeine gemacht sind. Also ich hoffe, das Ding heißt nicht Gorilla, weil es immer hier Wände hochklettern kann. Das wäre extrem abgefahren. Aber das sieht auch so ganz komisch aus. Zu irgendwas müssen die Vorderbeine noch verwendet werden, zu was anderem. Ich glaube, zum Laufen. Verankern. Ich glaube, darum ist das Ding auch relativ schwer umzuschmeißen. Also das war so meine erste Idee. Aha. Also ich hoffe, das ist eher das, als dass wir sehen, dass die irgendwo hochkrabbeln. Das hoffe ich auch nicht. Und vertikal irgendwo langlaufen. Ja. Nee, finde ich ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Ich hoffe nicht, dass das Fenster tatsächlich rot ist, weil es doch sehr stark an Zylon erinnert. ansonsten finde ich es ganz, ganz gelungen. Okay. Ich hoffe auch tatsächlich auch auf eine Szene, wo sie versuchen, das Ding mit dem Kabel zu umwickeln und das Ding zerreißt einfach mal das Kabel und tritt auf den Speeder drauf oder so. Fände ich eventuell sogar ganz cool, so ungefähr. Wollt ihr mich verarschen? Warum noch eine Sache? Die Kanone ist, glaube ich, einfahrbar, oder? Weil oben sieht aus, als ob das so eine Klappe ist, ne? So eine Klappe ist, so ein Tor, was sie hochfahren können. Ja. Auch interessant, wenn sie es hochfahren und dann irgendwo hinziehen und dann. Das wäre definitiv cool, ja. Vielleicht ist es auch sowas, sie fahren das Ding aus und die anderen ATM-6 auch und so generieren sie dieses Schild mehr oder weniger. Keine Ahnung. Auch cool, ja. Irgendwie bin ich bei dem Schild hängen geblieben, ist wahrscheinlich sowieso eine Kanone. Aber Design sehr cool und bin mega gespannt drauf, wie die Dinger wirken. Das Design, das ist das, was ich liebe, was JJ gemacht hat und was jetzt auch sie machen mit den neuen Filmen. Das ist so, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, egal bei welchem Franchise, ob Star Trek oder Alien oder was weiß ich, ich liebe es, wenn sie Sachen verändern, solange sie im Grundprinzip gleich bleiben. Und das ist hier auch der Fall. Also wir haben das Grunddesign, das natürlich unabstreitbar verwandt ist mit AT-ST, AT-AT, aber eben neuer, mit kleinen Veränderungen. Und das wirkt einfach dann um einiges cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und finde ich sensationell cool. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter und dann sprechen wir mal über das Kriegsschiff Dreadnought, das auch bekannt gegeben wurde. Ist mehr oder weniger ein etwas größerer Sternzerstörer, mehr oder weniger. Wir kennen ja wie heißt's nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf aus Finalizer, aus Episode 7, haben wir schon gesehen. Das war da der Sternzerstörer, wo auch Kylo Ren gelandet ist und Poe Dameron gefangen genommen hat. Jetzt haben wir hier nochmal, nochmal ein Stückchen größer, würde ich jetzt sagen, den Brocken. Und mich würde jetzt ganz einfach mal interessieren, wie findet ihr ihn denn vom Design her? Wie man hier schon ganz gut sehen kann, auf den Bildern auch. Er hat zwei orbitale
Orbitalkanonen unten dran. Und gerade diese Orbitalkanonen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die sicherlich auch zum Einsatz kommen werden, um irgendwas zu bombardieren. Ich würde jetzt spontan einfach mal sagen, den Planeten Krait, das ist dieser Planet, der mit dieser rote Salzplanet oder was das ist, kann mir ganz gut vorstellen, während die mit den Walkern angreifen, dass es auch noch orbitale Schläge gegen die Basis da gibt und dass dafür dann einfach diese orbitalen Kanonen benutzt werden. Wie gesagt, ich habe euch das Bild hier auch geschickt, Jungs, von den zwei Orbitalkanonen und von dem Design, von dem Ding. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal wieder, wenn ich mir das Ding angucke, denke ich Kuchen. Weil es sieht aus wie ein Stück Torte. Pizzastück, genau. Fehlt echt noch Salami oben drauf. Design ist cool. Halt mega flat, aber gefällt mir dennoch. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Wie findest du denn die gute Dreadnought und vom Design her? Gefällt dir cool oder eher nicht so? Ja, also es ist vom Design relativ rudimentär, würde ich sogar fast sagen. Es ist fast nichts dran. Also wir haben halt hinten diesen etwas größeren Aufbau, den man ja auch schon von den Sternzerstörern kennt, nur noch weiter in die Breite gezogen. Ansonsten haben wir sonst nicht viele Aufbauten und ich könnte mir vorstellen, bin mir nicht sicher, ob dieses Ding nicht einfach nur tatsächlich nur zur orbitalen Bombardierung dient und einfach ein paar Hangars hat zum Schutz durch TIE-Jäger. Ja. Also so wirkt es fast, als wenn es tatsächlich einfach nur ein orbitales Angriffsschiff ist, was wirklich nur irgendwelche Planeten bombardieren soll, was von 3-4 Sternzerstörern begleitet wird, Finalizern. Ja, wirkt auch irgendwie so, finde ich, durch die zwei Riesenkanonen, wie so, würde ich jetzt mal, Vergleich ein bisschen weit hergeholt, aber wie jetzt diese riesen amerikanischen Schlachtkreuzer, die es da gibt, die sie auch haben mit den riesen Kanonen an Deck obendrauf, so wirkt das halt auch. Wirklich wie einfach nur ein Schlachtschiff, um irgendwas zu bombardieren, ja. Ja. Stimmt. Okay, hast du noch was? Ja. Nee. Okay, Mario, wie sieht's bei dir aus? Dreadnought, findest du cool oder eher mehr? Ja, also die haben ihre Designer rausgeschmissen, die First Order. Das Ding sieht wirklich aus, als hätte sie da mal einen normalen Sternzerstörer platter gemacht, mit Käserand als Brücke. Und weil man ja was für die Eier haben will, hat man da auch noch zwei dicke Dinger drunter gehangen. Ja, nein, Spaß beiseite. Also optisch ist das Ding jetzt kein Highlight. Aber, ja, folgt der Prämisse großer, härter, breiter. Ja, da kommen wir zu breiter, kommen wir ja später noch. Aber Fakt ist, das Ding ist schon mal, naja, ne? Das ist ganz nett. Für den kleinen Kylo zum Üben. Eine Sache, die ich, wenn ich kurz einhaken darf, ist mir gerade eingefallen. Ich hätte es eigentlich geiler gefunden, wenn es genauso groß gewesen wäre wie die üblichen Sternzerstörer. Und das haben sie am Zweiten Weltkrieg auch gemacht, die Deutschen, dass sie tatsächlich einfach. Die Grundplatte wird von dieser selben Firma gebaut, die die Sternzerstörer baut. Und man lässt einfach die Aufbauten weg und beauftragt eine andere Firma, einfach unten Kanonen ranzusetzen und die Brücke raufzubauen, weil man so schneller Schiffe bauen kann. Dass das so ein bisschen dieser Fertigbauprozess ist. Ja. Finde ich ganz spannend gefunden. Aber es ist jetzt nicht so. Aber das hätte ich noch okay gefunden, dass sie gesagt hätten, wir brauchen nur unten die Kanonen, aber es braucht die Triebwerke und die Hangars. Deswegen bauen wir diesen Teil mit. Aber den Rest brauchen wir nicht mehr. Es hat auch irgendwie, wenn du dir das Bild genau anguckst, sieht so aus, als hätte es in der Mitte ein Loch. Als wäre in der Mitte irgendwas. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es da noch irgendeinen Landeplatz oder sonst irgendwas gibt. Also bleibt abzuwarten. Wird natürlich benutzt werden, um irgendwas zu bombardieren. Und ich denke, das wird wohl in der Schlacht auch zum Zuge kommen. Und irgendwelche fetten Waffen, ja, brauchen sie ja definitiv auch bei First Order. Solange wir keinen Todesstern da sehen, ist das für mich alles vollkommen in Ordnung. Und die sollen ruhig auch mal ein paar Kanönchen auffahren. Alles gut, wie gesagt, alles besser als Todesstern, was sie aber auch nicht mehr machen werden. Die docken dann alle an dem Todesstern an, werden mit dem weitergefahren und dann docken sie alle ab. Und wie schlimm wäre es denn, wenn sie sich alle zusammen docken und werden zum Todesstern? Das wäre theoretisch sogar möglich mit der Form. Ja, grausam wäre das. Ja, dann würde ich sagen, dann das machen wir... Das sind was von Spaceballs, die Space-Pizza oder so.
Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt schon ein großes Design haben, kommen wir jetzt zu einem großen Design. Und zwar zu dem Supremacy-Design von Snokes privatem Sternzerstörer, sagen wir jetzt mal so. Wie gesagt, Name Supremacy. Und wird mehr oder weniger der Aufenthaltsort von Snoke sein. Ich muss sagen, ist ein mega klassen Sternzerstörer, also auch um einiges größer als das, was wir gewohnt sind von normalen Sternzerstörern. Die Jungs haben es jetzt hier als Vergleich mal von dem Größenvergleich. Da haben wir den Mega-Sternzerstörer aus der Originaltrilogie, also der Super-Sternzerstörer Executioner. Der ist schon ziemlich groß, 19 Kilometer breit. Dann sehen wir die ganz normalen imperialen Sternzerstörer. Dann sehen wir den Finalizer, der schon ein bisschen größer war mit 2,9 Kilometer als die normalen Sternzerstörer, und dann sehen wir jetzt hier die Supremacy mit 60 Kilometer Durchmesser. Das ist natürlich schon absolut krass. Also ganz einfach nur aus dem Grund, ich finde den Namen ganz cool, weil wegen Supreme Leader Snoke, Supremacy, finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn es relativ simpel ist. Was ich schön finde an diesem Ding ist, wir wissen bis jetzt immer noch nicht, woher Snoke kommt. Durch die ganzen Kanon-Bücher und so, die jetzt rausgekommen sind, gestaltet sich das Bild, dass Snoke aus den unbekannten Regionen kommt und was völlig Neues ist, immer mehr. Und es liegt immer näher auf der Hand. Und dementsprechend finde ich dieses Design hier, das sieht so fremdländisch aus. Ich finde, das hat überhaupt nichts von Imperium, von First Order oder sonst irgendwas. Das sieht einfach, es sieht ganz komisch aus. Also wie gesagt, diesen Riesenflügler ist wirklich absolut vom Design her abweichend und natürlich riesengroß. Ich glaube natürlich, dass dieses Teil hier auch ordentlich Feuerpower haben wird. Das wird sicherlich nicht unser neuer Sternzerstörer, aber da wird ordentlich was abgehen. Und hier befindet sich halt auch der gute Snoke drauf. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die gute Supremacy eventuell auch Bestandteil des Films sein wird, die man mal besucht für ein Gefecht oder so oder wie auch immer. Kann aber auch nur, kann ich mir ganz gut vorstellen, eine ganz kurze Szene sein, wo Kylo Ren zum ersten Mal Snoke wieder sieht, nach Episode 7 mehr oder weniger. Und das auch die einzige Szene von Snoke sein wird und wir diese Supremacy gar nicht mehr besuchen. Aber vom Design her finde ich es fett. Wie sieht's bei dir aus, Mario? Die gute Supremacy, findest du gut oder eher mehr? Nö, nicht. Das ist so vom. Generell ist halt bei so einer Art von Schiffen immer, schlägt in meiner Brust immer so zwei Dinge. Einerseits so sieht es ganz nett aus und ist wahrscheinlich auch mega beeindruckend. Andererseits denke ich mir immer, Leute, man baut so keine Schiffe, vor allem nicht so große. Die kann man doch gar nicht vernünftig verteidigen an den Flanken. Die fliegst du seitwärts an und schon kann fast nichts mehr auf dich schießen. Die Oberseite, Unterseite, das ist total, du musst nur so in Wellen fliegen und die werden dich niemals treffen. Ja, aber gut, egal. Ist in der Größe auf jeden Fall beeindruckend. Ich glaube, das ist von der Größe her sogar größer wie die Eclipse-Klasse, die in den Non-Canon-Büchern später war. Wahrscheinlich auch mit einem Superlaser ausgestattet. Wer weiß das schon so genau. Ne? Wir brauchen ja keine Todessterne mehr, haben wir gesagt. Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, sehr cooles Teil und bleibt spannend, wie wir denn das gute Gerät dann im Film sehen werden. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Dann einfach nur noch mal ganz kurz den Resistance, wie heißt das Ding? Resistance Transport Pod, den ihr hier habt. Einfach nur aus dem Grund brauchen wir über Design nicht großartig sprechen. Ist halt der kleine Transport Pod. Aber was wir hier sehen, durch die Spielfiguren in diesem Lego-Set, das ist Finn noch in der Jacke und Rose gerade da, als sie entkommen. Ich gehe davon aus, dadurch, dass das ein Resistance Transport Pod ist, ist es auch dieser Pod, wo sie zusammen mit Finn entkommt, beziehungsweise wo Finn aus dem Koma erwacht und dann in dieser Schlacht mehr oder weniger mit Rose zusammen in diesem Escape Pod dann, beziehungsweise Transport Pod entkommt. Das spielt dann weiter in diese Richtung, die ich so, ja, sagen wir mal, aufgedröselt habe mit, dass sie ihm da hilft, von dem Schiff runterzukommen und sie dann da einfach, ja, auf Cantobite entkommen, wahrscheinlich mit diesem Transportpod. Na gut, dann machen wir weiter und dann einfach nochmal zwei Sachen.
wir berichten euch immer relativ viel über StarWarsNews.net und die dort, sagen wir mal, berichteten Leaks und dass die zu 99% zutreffen. Und wir haben hier wieder Sachen, die zu 99% zugetroffen sind. Als allererstes aber eine Sache, die es da nicht gab, die ihr tatsächlich exklusiv hier bei Nerdbomb als erstes gesehen habt, die ich gefunden habe, die ich auch sonst so gut wie nirgendwo gesehen habe. Diesen Thronraum, den ich in einem Shot rausgeholt habe, damals, wo die beiden Shots sich noch überblendet haben, wo ich gesagt habe, das ist hundertprozentig Snokes Thronraum mit dem roten Hintergrund. Man sieht leicht die Umrisse von dem Thron. Es war der Thronraum und das war auch der Thron von unserem guten Snoke. Sehen wir auch in diesem Playset hier nochmal ganz oben den Thron mit seiner Guard. Es ist tatsächlich auch inzwischen bestätigt, dass es der Thronraum ist. Es gibt da auch noch ein extra Playset nur mit dem Thronraum. Also ganz cool, dass es gepasst hat. Und dann jetzt zu dem Leak, den wir damals besprochen haben, der auch bestätigt ist, und zwar in dem Bild, das ich jetzt hier den Jungs nochmal geschickt habe, von Hot Toys, die diese kleinen schnuckeligen Figuren da bringen. Da gibt's auf einem Artwork auf der Verpackung Luke Skywalker mit einem Kompass in der Hand. Auch das ist tatsächlich bestätigt und er wird definitiv einen Kompass haben und wenn der auf dem Artwork drauf ist, wird er auch irgendeine spezielle Aufgabe haben. Ich finde es so spannend, mich würde es einfach nochmal interessieren. Wir haben schon mal drüber gequatscht, vielleicht habt ihr neue Ideen. Jonathan, was macht der mit dem Kompass? Ja, schwierig, schwierig. Also wir haben ja damals schon mal Vermutungen geäußert, ob der vielleicht irgendwas mit der Macht zu tun hat oder irgendeinem Zentrum der Macht. Aber das ist wirklich schwierig zu sagen, weil ein Kompass könnte man theoretisch nach allem suchen. Aber ich würde sagen, es hat irgendwas mit der Macht zu tun. Das sind meine Gedanken so. Okay. Dann würde ich sagen, Mario, wie sieht's bei dir aus? Kompass, was macht er damit? Ja, die suchen irgendwas wahrscheinlich, sonst was macht man sonst mit dem Kompass, ne? Ich tippe mal, da das ja in den Trailern relativ stark angepriesen ist, vielleicht ein Ort, an dem die Macht ihr Gleichgewicht wieder hat, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja, so die graue Seite, keine Ahnung, mal gucken. Ich lasse mich da überraschen, aber wie gesagt, vielleicht hat er den einfach auch nur. Wie hieß der mit dem Kompass? Ich komme jetzt nicht auf die. Jack Sparrow. Eine alte Serie. Ja, genau. Vielleicht haben sie dem Jack Sparrow geklaut. Vielleicht kommt er noch. Wir müssen ja den nächsten Pirates of the Caribbean Film anpreisen. Keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ich denke mal, darüber zu spekulieren wird schwierig. Ich denke mal wirklich irgendwas. Sie suchen einen bestimmten Ort oder so und das würde auch Sinn ergeben. Ja, aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich kann mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass eventuell die Kompassnadel ein Kyberkristall sein wird. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und da wir laut dem neuen Kanon inzwischen wissen, kann man jetzt auch wieder mögen oder nicht, riecht so ein bisschen nach Medichlorianer, finde ich aber nicht so schlimm, dass Kyberkristalle eigentlich, ja, sie werden als Lebensform beschrieben, also sie leben tatsächlich, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein blödes Gestein oder so, sondern die gehen auch so eine leichte Symbiose mit demjenigen ein, der sich das Lichtschwert macht. Werden wir, wie gesagt, nachher nochmal ein bisschen drüber quatschen. Dann würde ich sagen, dann gucken wir einfach mal, was da rauskommen wird mit dem Kompass. Es gibt sicherlich etliche Sachen. Es wird ihm natürlich irgendwas anzeigen. Ich gehe davon aus, es liegt immer noch zusammen, hängt immer noch zusammen mit seiner Suche nach dem ersten Jedi-Tempel, dass es da irgendwie in die Richtung was gezeigt hat. Und wie gesagt, Kompassnadel vielleicht in Kyberkristall, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Und dann nur eine kurze Info, und zwar wird ein Comic kommen zu dem Planeten Crate. Das ist dieser rote Salzplanet. Da habe ich den Jungs auch hier davon dieses Coverbild geschickt mit Luke Skywalker und Leia zusammen, die in dem das Spiel zwischen Episode 4 und 5, wenn mich nicht alles täuscht, diesen Crate-Planeten besuchen, um da mehr oder weniger mal zu schauen, um die Widerstand bzw. die Rebellion da zu stationieren und darum diesen Planeten da besuchen. Das heißt also, von daher werden wir da schon einen kleinen Einblick in das, in die Oberfläche bzw. in das Design und die Geschichte des Planeten bekommen. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter und dann quatschen wir jetzt mal über
diese Lichtschwertkristalle. Und zwar gibt es jetzt folgende neue News und mich würde total interessieren, wie ihr das findet. Im alten Kanon war das so, beziehungsweise ist auch eigentlich noch in Clone Wars so und dementsprechend auch eigentlich Kanon, zumindest bei den Jedis, dass sie bei einer Prüfung mehr oder weniger dann in irgendeine Höhle müssen und dann irgendwelche Prüfungen absolvieren und bekommen dann ihren Kristall. Und wenn sie den Kristall dann ins Lichtschwert einbauen, sehen sie zum ersten Mal ihre Farbe, die meistens grün oder blau sein wird. Bei den Sith Lords ist es jetzt allerdings wieder anders. Bei den Sith Lords war es damals so, in dem alten Kanon noch, also in Legends war es so, dass das dass das künstliche Kristalle waren, dass das nicht irgendwie aus irgendwelchen Grotten oder so abgebaut wurden, sondern es waren künstliche Kristalle. Hier ist es jetzt tatsächlich so, so wurde es mit dem neuen Darth Vader Comic eingeführt, dass die Sith Lords sich ihre Kristalle verdienen müssen, indem sie einen Jedi töten. Und finde ich persönlich grandios, die Idee, und finde ich auch mega cool. Die Tatsache ist nur, wenn sie halt jemand Kristall abnehmen und es ist ein blauer Kristall oder so und sie bauen den in ihr Lichtschwert ein, haben sie eigentlich dann auch ein blaues Lichtschwert und nicht automatisch dann ein rotes. Und es gibt jetzt, es wird beschrieben, diese Kyberkristalle, die bluten. Das heißt, diese Kyberkristalle, die werden durch die dunkle Seite der Macht von dem Sith Lord korrumpiert und fangen dadurch an, mehr oder weniger zu bluten und werden aus diesem Grund rot. Und das ist halt mehr oder weniger die neue Erklärung dafür. Vorher war es so, gehst halt in die Höhle, holst einen roten Kristall, hast ein rotes Schwert. Jetzt ist es aber wirklich so, das waren vorher Kristalle von Jedis, die dann mehr oder weniger von der dunklen Seite korrumpiert wurden. In dem Fall von Darth Vader, damit er ja halt die rote Farbe bekommt. Und ganz interessant ist in dieser Verbindung, dass das bei Kylo Ren insofern nicht ganz so funktioniert hat, ist noch nicht hundertprozentig sicher, was er denn überhaupt für einen Kristall hat, aber dass entweder er einen normalen Jedi-Kristall benutzt hat und den aber zu viel korrumpiert hat, dadurch, dass der leicht geplatzt ist. Das heißt, er ist zwar durchflutet von der dunklen Seite, ist aber geplatzt und also nicht kaputt, aber auch nicht hundertprozentig so, wie er sein sollte. Darum flackert nämlich Kylo Rens Lichtschwert auch so und hat auch mehr oder weniger diese Exhaust-Ports links und rechts, weil ganz einfach die Energie nicht anständig gebündelt werden kann. Und ja, ist jetzt einfach die neue Information zu den Kyberkristallen, finde ich mega interessant. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ihr das denn findet. Habt ihr das damals cooler gefunden? Oder jetzt diese Variante. Übrigens im neuen Darth Vader Comic kann ich euch nur raten, verfolgt es, seht ihr, wie er sein Lichtschwert das erste Mal zusammenbaut und nämlich indem er einen entflohenen Jedi tötet und ihm dann diesen Kyberkristall klaut und den mit der dunklen Seite korrumpiert. Sehr, sehr geil und mir hat's mega gefallen. Aber Jonathan, wie sieht's bei dir aus, diese ganze Geschichte um die Kyberkristalle? Findest du cool oder interessiert dich nicht? Finde ich eigentlich ganz geil und als du das erzählt hast gerade, musste ich sofort an Darth Vader denken. Aber ich wusste jetzt nicht, wie der Prozess ist, aber ich habe mir vorgestellt, dass sein Schwert noch irgendwie so Teil ein bisschen blau ist und ein bisschen rot. Und als er dann Jedi umlegt, wird es komplett rot. Das Bild hatte ich sofort vor Augen. An sich finde ich es eine geile Sache, weil schon die Frage des Lichtschwerts ja schon immer ein bisschen die Leute beschäftigt hat. Und die neue Herangehensweise finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Eine ganz coole Erklärung. Mario, also übrigens das mit diesen dunklen Seite korrumpieren, das ist auch nett, dass sie das Lichtschwert in die Hand nehmen und es wird dann rot, sondern die nehmen den Kyberkristall in die Hand und, ja, würde sagen, meditieren schon fast, um den mit der dunklen Seite zu beeinflussen. Und in dem Comic von Darth Vader ist es sogar so, dass der Kyberkristall gegen ihn kämpft. Also er kämpft gegen dieses Beeinflussen der dunklen Seite. Darth Vader nimmt den Kyberkristall in die Hand und fliegt dann sogar einige Meter zurück, weil der Kyberkristall sich wehrt, von der dunklen Seite beeinflusst zu sein, bis er sich irgendwann nicht mehr wehren kann. Und dann färbt er sich rot. Also es ist wirklich schon cool. So ein meditativer Prozess mehr oder weniger. Ja, Mario, wie sieht's bei dir aus? Findest du cool oder eher mehr? Ich weiß nicht. Du erkennst mich, ich hänge noch so ein bisschen am alten Kanon und sie müssten jeden Scheiß umschreiben und jedem noch eine tiefere Bedeutung geben. Also im Alten war es so, dass die Sith ein rotes Schwert hatten, weil sie diese Kyberkristalle
in der Form künstlich hergestellt haben. Ja, dann kam ein komischer Schauspieler, der wollte unbedingt ein lila Lichtschwert. Da gibt es halt auch ein lila Lichtschwert. Alles gut. Der nächste wieder umkariert mit roten Tüpfchen. Gibt es auch. Und jetzt kuscheln die auch noch mit ihren Kyberkristallen rum. Na gut, ich meine, wir nehmen es jetzt hin. Aber nein, es ist nicht so toll. Nein. Okay. Ja, wie gesagt, ich finde es super cool, weil ich einfach auch finde, dieses ganze Mysterium um, warum der grün hat und warum der blau, und ich finde es einfach ganz cool. Und was ich besonders geil finde an dieser Tatsache ist dieses, ein Sith-Lord muss einen Jedi töten, um überhaupt ein Lichtschwert zu bekommen, und das ohne Lichtschwert. Und das ist ja schon sehr, sehr geil. Und da habe ich jetzt schon wieder Bock drauf. Ich möchte gern sehen, wie Darth Vader halt wahrscheinlich, beziehungsweise wie halt Palpatine zu Darth Maul gesagt hat: Hier, Kollege, du willst ein Doppellichtschwert, musst du halt schon mal zwei töten. Schon mal klar. So, und dann gehst du jetzt mal Das war und. aber unfair. Was sagst du? Das war unfair, weil bei Maul gab es noch viele, verstehst du? Jetzt stell mal vor, Ja, die wahrscheinlich. töten jetzt noch und so, und dann ist der jetzt letzte Jedi platt, und dann sagt der Sith Lord zu seinem Schüler: So, und jetzt gehen wir einen Jedi töten. Guckt er sich um und sagt: Ja, aber Meister, gibt gar Wenn keinen es keinen Jedi Jedi. mehr gibt, dann muss er halt einen anderen Sith töten. Dann nimmt halt dem sein Kristall. Das wird schon Ja, funktionieren genau. wahrscheinlich. Also ich kann mir ganz gut, ich stelle mir das richtig cool vor, wer sagt: Hier, pass auf, wir sind doppeltes Lichtschwert, brauchst zwei Kristalle. Jetzt geh mal auf und hol welche, und dann kommt der Maul wahrscheinlich nach 15 Minuten zurück und hat einen Sack voll Kristalle. Hat wahrscheinlich erstmal ein paar Kollegen enthauptet. Also ich finde das ganz cool, und wie gesagt, ist im alten Kanon eine simple Erklärung gewesen, hat jetzt mehr Tiefgang. Ich finde aber sowieso alles, was diesen Jedi- und Sith-Orden angeht, da haben wir ganz einfach im neuen Kanon, wissen wir so gut wie nichts. Da gibt es nicht viele Informationen. Von daher ist ein bisschen Tiefgang eigentlich schon was ganz Schönes. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir noch zu zwei inhaltlichen Kanon-Sachen, zu zwei Büchern, und zwar zu dem neuen Leia-Buch und dem neuen Phasma-Buch. Und da gibt es neue Kanon-Informationen, und ich werde die euch jetzt mal runterbrechen und werde dann ganz einfach mal von euch hören, wie ihr die denn findet und ja, was ihr denn dazu sagt. Und zwar ist das eine Leia-Buch von der Claudia Gray, die auch unter anderem Bloodline geschrieben hat, also eine total begabte Autorin und auch sehr, sehr gut. Und die hat auch jetzt hier wieder viele neue Sachen untergebracht und Infos, ganz einfach, die so ein bisschen den ganzen Background abrunden, aber die man unbedingt nicht wissen muss, wenn man nur die Filme schaut. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem Lehrbuch an, und da ist die erste Information, die ich persönlich ganz cool finde, dass wenn du König oder Königin von Alderaan werden willst, dass du eigentlich kämpfen muss darum. Also, wie man das in manchen Filmen sieht, es gibt eigentlich einen Kampf um den Thron, wie es jetzt auch zum Beispiel im neuen Black Panther-Film oder so sein wird. Das war bei Leia jetzt nicht der Fall, aber Leia musste Tests für Körper und Geist absolvieren, dass sie überhaupt in die Frage kommt, beziehungsweise dass sie überhaupt in Frage kommt, dann irgendwann den Thron zu besteigen. Fand ich ganz cool. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal in diesem Buch eine Erwähnung oder mehr oder weniger ein bisschen mehr Tiefgang von ihrer Mutter Breya Organa, was total interessant ist. Die wird in dem Buch beschrieben, dass sie die Finanzen von Alderaan überwacht, und dadurch, dass sie die Finanzen von Alderaan überwacht, zwackt sie von diesen Finanzen unbemerkt immer Kohle ab und finanziert somit den Anfang der Rebellion. Und das ist eine ganz coole Geschichte, weil in diesem Buch weiß Leia eigentlich noch gar nicht, was ihre Mama und ihr Papa macht. Also es ist ihr noch nicht wirklich bewusst, dass die beiden eigentlich da die Rebellion unterstützen. Und das ist per se eigentlich so, finde ich, eine ganz coole Information. Des Weiteren wird bekannt gegeben, in dem Buch ist ein kleiner Funfact, muss man jetzt nicht unbedingt inhaltlich großartig verfolgen, dass ihre Mutter Breya einen schweren Unfall hatte und eine künstliche Lunge und auch ein künstliches Herz hatte. Ja, also ganz cool. Die Mutter scheint, wie gesagt, so ein bisschen innenpolitisch was das Finanzielle, wahrscheinlich irgendwie Finanzministerin oder sowas gewesen zu sein, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, sich da um ums Finanzielle gekümmert hat und somit halt dann da auch ein bisschen Kohle für die Rebellion abgezwackt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eine ganz geile Geschichte, einfach nur aus dem Grund, weil sich viele Leute, die sich mit der Star Wars-Politik und so befassen, was ja total interessant ist, immer wieder denken: Wo haben die Kohle her für das? Wo haben die Kohle her für das? Und da finde ich immer ganz schön,
Ja, wenn solche Sachen dann das Ganze irgendwie so ein bisschen beleuchten. Und dann kommen wir, was finanziell das Ganze angeht, auch noch ein Stückchen weiter. Und wo wir dann eigentlich schon bei dem ganzen Finanziellen waren, ist auch total interessant zu sehen, dass Lea unter anderem mehrere Planeten besucht in dem Buch, unter anderem auch Wobani. Wobani ist jetzt den meisten wohl kein Begriff. Das ist allerdings der Gefängnisplanet aus Rogue One, wo Jyn Erso gerettet wird, wo wir dann sehen, wo sie aus diesem komischen Fahrzeug rausgeholt wird. Das ist der Planet Wobani. Und zu dem Zeitpunkt, als Lea, und das Buch spielt übrigens circa 3 Jahre vor New Hope, also sie ist 16 in dem Buch und soll dann bei New Hope 19 gewesen sein, dieser Planet, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn besucht, ist noch absolut wird von Landwirtschaft beherrscht. Es gibt ganz viele Farmer und es wird viel angebaut und an sich einfach ein relativ schöner Planet. Und der Palpatine bzw. der Imperator macht sich dann daran, den Farmern so hohe Abgaben abzuzwacken, dass es für sie irgendwann nicht mehr lebenswert wird, und hat sie somit von diesem Planeten vertrieben, um dann diesen Gefängnisplaneten mehr oder weniger aus dem Boden zu stampfen. Finde ich auch wieder, ist eine ganz coole Geschichte. Unter anderem, wo wir schon bei Palpatine sind, wird in dem Buch auch erwähnt, was ich ganz interessant finde. Immer wenn es irgendwelche TV-Wiedergaben, oder ich sag jetzt mal TV, bei denen, ich weiß nicht, wie das da heißt, Nachrichten gab, wo Palpatine zum Volk spricht, wird er in den Videos digital überarbeitet, dass er so aussieht wie vor seinem Fight mit Mace Windu. Also das ist total interessant. Er tritt tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht aus wie der Imperator, hier verschrumpelt wie eine Nacktschnecke, sondern so, wie er vorher aussah als Palpatine, nämlich digital überarbeitet. Wahrscheinlich von George Lucas. Also von daher ist das schon eine ganz interessante Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Information, und das wäre dann, Lea trifft unter anderem auch Tarkin, was ich total interessant finde, zum ersten Mal hier in dem Buch, nämlich mit 16 Jahren, und Tarkin fällt da schon auf, wie geschickt Lea eigentlich ist, sagen wir mal, irgendwelche Schlupflöcher zu finden im System des Imperiums, um halt ihre politischen Ansichten durchzusetzen. Und in dem Buch rasselt auch die Familie Organa mehrfach mit Tarkin zusammen, und in dem Buch wird dann auch ganz gut beschrieben, wie einschüchternd und wie böse eigentlich der Tarkin ist. Das ist auch wieder, finde ich, eine ganz coole Geschichte. Dann haben wir passende Brücke jetzt zu dem Comic, was es noch gibt. Zu diesem Zeitpunkt untersucht Lea auch schon Vorkommnisse auf dem Planeten Crait. Wie gesagt, dieser rote Sandplanet aus dem Episode 8 Trailer. Und bei diesen komischen oder dubiosen Vorkommnissen auf dem Planeten Crait findet sie dann raus, dass ihre Familie die Rebellion unterstützt. Das heißt, erst mit dem Alter von 16 Jahren, 3 Jahre vor New Hope, ist ihr das eigentlich erst so wirklich bekannt, inwiefern denn die Unterstützung ihrer Familie da in die Rebellion reinreicht. Finde ich eigentlich persönlich eine ganz coole Geschichte. Dann geht's weiter. Sie besucht, ich weiß gar nicht mehr, besuchte sie oder fliegt sie nur dran vorbei? Naboo zumindest. Und da finde ich auch ganz cool, während sie Naboo sieht, wird sie überflutet von einem traurigen Gefühl. Jeder weiß natürlich warum, weil ihre Mutter da geboren wurde und auch da beerdigt wurde. Sie kann das natürlich nicht wirklich zuordnen. Da gibt es dann auch eine kleine Information zu Naboo, das ist noch ganz cool. Naboo hat inzwischen natürlich weiterhin eine Königin, die hat allerdings nur noch einen zeremoniellen Zweck. Und zwar, ist mehr oder weniger so wie die Queen in England. Das heißt, politischen Einfluss nicht so wirklich, sondern halt, würde ich sagen, eher noch so als Symbol. Und was da total interessant ist, wenn ihr euch noch an den guten Captain Panaka erinnert, das ist der Kollege, der afroamerikanische, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der afroamerikanische Captain, der ihr hilft zu entkommen in Episode 1, der ist übrigens jetzt Moff Panaka. Das heißt, er arbeitet jetzt fürs Imperium. Und das ist eigentlich schon wieder so eine total geile Information, weil das Imperium, beziehungsweise es war ja der Galaktische Senat noch in den Prequels, der war ja zu der Zeit das Gute. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er auch dachte, er arbeitet weiterhin für die Guten. Darum ist er eigentlich auch noch ein Moff mehr oder weniger beim Imperium.
Und total geil in dem Buch wird dann. Er sieht dann Leia und verwechselt Leia mit Padme. Und weil sie sich so ähnlich sehen, ganz besonders mit dem Outfit, das Leia da trägt, was mehr oder weniger so ein weißes, zeremonielles Kleid ist, was so ähnlich aussieht wie bei der Abschiedsparty oder der letzten Party von Episode 1, als sie da stehen mit den Gungans, erinnert sie total an Padme. Und daraufhin, weil ihnen das so durch Mark und Knochen gefahren ist, fängt er an, weiter zu graben, wie es denn aussieht mit der Adoption von Leia. Und kurz bevor er zu dem Ziel kommt, beziehungsweise er ahnt eigentlich schon, mit wem Leia verwandt ist, wird er umgebracht. Und das ist halt auch so krass. Da siehst du, wie weit es geht, wie weit dieses ganze Ding um, wo ist Luke Skywalker oder gibt es Luke Skywalker und Leia, dass sie sogar so weit gehen und lassen jemand umbringen. Und von wem wurde er umgebracht? Verräter! Verräter! Ja, ja, also er hat wohl den Auftrag gegeben, denn der Mörder von dem Moff Panaka, der ist von der Beschreibung her, ist es der Tutubes aus Rogue One. Das ist der Tutubes, für die Leute, denen der Name kein Begriff ist. Ihr habt auch das Foto von dem, das ist der, daher kommt auch der Name Tutubes. Das ist der, dem diese zwei Schläuche aus dem Mund gehen aus Rogue One, der damals auch den Captain Bodhi oder wie der heißt, hier zu dem Saw Gerrera gebracht hat. Das scheint wohl er gewesen sein, der auch den Panaka umgebracht hat. Dementsprechend scheint wohl Saw derjenige gewesen zu sein, der ihn angeheuert hat, um Panaka umzubringen, damit er das nun mal nicht rauskriegt. Also das ist schon ganz krass. Da finde ich halt einfach ganz schön, sie stricken, egal wie beschissen der gespielt wurde, sie stricken auf jeden Fall die Hintergrundstory von dem Saw Gerrera. Richtig cool. Also auch wie militant und welche Wege er geht, um ganz einfach auch diese Sachen zu beschützen, finde ich persönlich eine ganz geile Geschichte. Und als ich das gelesen habe, musste ich sagen, oh, das ist schon sehr tiefgründig und eigentlich auch schon, ja, sehr cool gemacht, wie ich finde. So, und die letzte Information zu dem Buch, die auch noch total interessant ist. Es wird in dem Buch beschrieben, dass ein in weiß gekleideter Director bei einem zwielichtigen Senator relativ großes Vorkommen von Quadranium kauft. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Quadranium oder Quadranium, das ist das Material, aus dem der Todesstern gebaut wurde. Und da ist natürlich klar, weiß gekleideter Director Krennic. Und daraus wurde der Todesstern gebaut. Das sind so kleine Nuggets, die sie damit eingebaut haben, was ich persönlich ganz interessant finde. Und jetzt könnt ihr mal komplett den ganzen News, hoffentlich habt ihr sie noch alter Falter. Hoffentlich habt ihr sie noch alle halbwegs im Kopf und könnt mal so mehr oder weniger eure Meinung wiedergeben. Da würde ich sagen, als allererstes, Jonathan, die ganzen Informationen, die du jetzt aus dem Lehrbuch bekommen hast, was hältst du davon? Bewerte sie einfach mal. Was ist cool, was findest du nicht so cool? Hau mal raus. Ja, da kann ich vielleicht ganz allgemein was zum neuen Kanon sagen. Früher war das ja wirklich so ausufernd, dass jemand, der wirklich einen halbwegs guten Überblick über den alten Kanon haben wollte, der musste ja schon etliche Bücher gelesen haben. Und was die Chance ist und was ich glaube, was sie ganz gut nutzen, dass sie tatsächlich jetzt, sage ich mal, in ihrem Bereich, in dem sie jetzt sind, das wirklich schaffen, was du meintest, Geschichten zusammenzustricken über verschiedene Medien. Und das finde ich verdammt geil. Es ist zwar ein bisschen lustig, dass diese ganzen Leute vorkommen, die man kennt, und das Universum Star Wars scheinbar sehr klein wirkt dadurch, aber es ist trotzdem cool, dass sie diese kleinen Anspielungen machen. Und vor allem die Sache mit Panaka finde ich ziemlich cool. Ich denke mal, der wird ja auch auf der Seite der Republik gewesen sein, weil er auch gegen die Handelsföderation gekämpft hat, dann im Klonkrieg. Und finde ich geil, dass sie so einen Charakter noch aufgreifen und irgendwie dann hochholen. Was ja auch wieder so ein bisschen betont, der Panaka war ja eigentlich ein netter Typ soweit. Definitiv, ja. Dass tatsächlich viele geglaubt haben im Imperium, sie kämpfen eigentlich für was Gutes. Ja, und das ist das Geile. Es gibt nicht mehr nur dieses Weiß und Schwarz. Ja, super. Dieser Mittelton finde ich auch klasse. Ja. Okay, hast du noch was? Sonst? Nee,
Okay. Mario, wie sieht's bei dir aus, bei den ganzen Informationen aus dem guten Lehrbuch? Was sagst du dazu? Ja, was sticht für dich raus? Hau einfach mal raus. Also generell finde ich Background-Stories immer gut. Ja, weil sie helfen uns halt, die Charaktere noch plastischer und noch nahbarer zu machen. Auf der anderen Seite, da gebe ich meinem Vorsprecher Jonathan recht, sie haben jetzt die ultimative Chance, dem damals schon wirklich ausgeuferten Star Trek-Kanon Qualität zu geben. Das bedeutet, sie müssen natürlich jetzt gucken, was sie da raushauen. Ja, weil ganz ehrlich, es gab früher wirklich auch viele coole Sachen, aber auch Scheiß, auf gut Deutsch. Ich sag nur, der Mond fällt auf Chewbacca drauf, ja, und so. Die Chance haben sie jetzt, das wieder gut zu machen oder es besser zu machen. Ich finde, dass solche Bücher durchaus Sinn ergeben und wenn sie gut geschrieben sind, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, da muss ich mich auf dein Urteil verlassen, dann gerne und mehr davon. Warum nicht? Solange sie A, gut geschrieben sind und B, nicht irgendeinen Schwachsinn enthalten. Ja? Und da ist es halt, glaube ich, jetzt an LucasArts wirklich in Zukunft zu gucken und zu sagen, an Lucas Film und generell auch an Disney, wer die Rechte hat, dass man nicht jeden Scheiß absegnet. Weil das, glaube ich, war damals bei Lucas zum Schluss nämlich der Fall. Der hat da nicht mehr drüber geguckt, sondern noch genickt und das Geld kassiert. Ja, da hast du ja jetzt, wie gesagt, beim neuen Kanon, dem Pablo Hidalgo, der da mehr oder weniger natürlich komplett hinterher ist und das alles überwacht. Und das wird dann in diesem Falle, glaube ich, auch nicht mehr so vorkommen. Und das finde ich auch cool und ist auch richtig so. Na gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss noch zu dem Phasma-Buch. Und da gibt es auch noch die ein oder andere coole Hintergrundinformation über den doch schon schwer misshandelten Charakter in Episode 7 von Captain Phasma. Ob das den Charakter jetzt, sagen wir mal, wieder, ja, ich würde jetzt mal sagen, legitimiert oder wieder aus der Müllpresse holt. Das müsst ihr dann für euch bewerten. Und da gucke ich mal, was die Jungs jetzt dazu sagen. Und dann würde ich sagen, ja, was wir hier jetzt eigentlich ganz cool haben, ist, dass wir die Informationen zum einen haben, dass Phasma von dem Planeten Penasos kommt. Es jetzt sagt mir jetzt auch nicht großartig was, aber wir wissen jetzt zumindest, wo sie herkommt. Dann haben wir eine kleine Information nochmal in Sachen Stormtroopern, was da auch total interessant ist. Wir haben jetzt hier nicht nur Stormtrooper, die als Kinder entführt wurden und dann irgendwie konditioniert wurden, sondern wir haben tatsächlich auch, wird in dem Buch beschrieben, dass sie auch die Misslage von vielen Menschen benutzt haben, die in misslichen Lagen waren, die ein schlechtes Leben geführt haben und sie somit zu The First Order gelockt haben, mit halt einer guten oder mit einer goldenen Zukunft mehr oder weniger. Das heißt, wir haben nicht nur diese entführten Kinder, die dann von Anfang an indoktriniert wurden, da mehr oder weniger für The First Order zu kämpfen. Ist ganz cool, weil man sieht, okay, es sind halt nicht nur die. Dann haben wir noch eine ganz coole Geschichte und zwar trifft Captain Phasma, als sie noch nicht bei The First Order war, mit 16 Jahren, den Brandel Hux, ich glaube Brandel Hux, wie man schon an dem Namen hört, ist es natürlich der Vater von dem Hux aus Episode 7. Den trifft Captain Phasma da mit 16 Jahren und hilft ihm dabei, ihn mehr oder weniger zu seinem Schiff zu eskortieren oder beziehungsweise ihn in Sicherheit zu bringen. Der arbeitet zu diesem Zeitpunkt, der Brandel Hux, schon für The First Order. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte und der Brandel Hux hat nun mal auch, wie der Hux im Episode 7, hat einen, ich find's so bescheuert, jedes Mal wieder, wenn ich mir diese Brücke überleg, aber der Hux hat einen britischen Akzent. Natürlich hat sein Vater auch einen britischen Akzent und dadurch, dass die Captain Phasma zusammen mit dem Vater vom Hux dann da diese Mission eingeht, wo sie ihn mehr oder weniger in Sicherheit eskortieren soll, macht sie ihn immer nach mit dem britischen Akzent und benutzt den so oft, dass er ihr in Fleisch und Blut übergeht und darum hat sie einen britischen Akzent. Das führen die so in das Buch ein und das ist, ich finde das so grenzbescheuert. Das ist sie macht den so oft nach, dass er ihr in Fleisch und Blut übergeht. Also so, also
Die Erklärung ist schon mal... Also hat Rey das genauso gemacht, ja. Wahrscheinlich. Rey ist keine Kenobi, sondern sie hat einfach jemanden nachgeahmt und seinen Akzent in Fleisch und Blut übernommen. Wahrscheinlich, was habt ihr gelernt? Macht die Briten, macht euch nicht lustig über die Briten, sonst werdet ihr einer. Ja, also es ist schon... Also die Information, die war ein bisschen crazy an der Haare herbeigezogen, aber... Okay, total interessant ist dann auch bei dieser Mission, wo sie dann den Vater von dem Hux in Sicherheit bringen soll, suchen sie Unterschlupf in der Mine. Und in dieser Mine zieht sie sich zum Schutz eine mandalorianische Rüstung an. Und diese mandalorianische Rüstung, die wird schon als relativ alt und abgewetzt beschrieben. Und das letzte Mal, als die Rüstung von einem, manche kennen ihn unter dem Namen Boba Fett, gesehen wurde, beziehungsweise wurde das von einem Minenarbeiter gesehen, der, wie gesagt, halt in der Mine gearbeitet hat. Und jetzt suchen sie Unterschlupf in der Mine und da ist eine mandalorianische Rüstung. Ist natürlich, wird natürlich nicht benannt, dass es Boba Fetts Rüstung oder so ist, aber diese Brücken, die sie da bauen, um dich immer wieder zu pieksen, ist schon total intelligent und ja... Aber da muss ich sagen, da müssen sie jetzt aufpassen, dass sie das Universum nicht zu klein machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass ja, plötzlich jeder bitte. Jeden eigentlich kennt irgendwie. Ja. Und jeder hat jeden mal irgendwo von dem was gesehen oder gehört. Das ist, ja, und das muss man aufpassen. Da hast du hundertprozentig recht, Jonathan, weil es gibt unter anderem im Lea-Buch auch eine Passage, da sucht sie einen Transporter. Und da ist sie, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da auf Tatooine unterwegs ist, sieht auf jeden Fall einen alten, verramschten Transporter, der, wie sie meint, mal eine Überholung notwendig hätte und geht weiter. Ist natürlich der Millennium Falcon. Dieser alte, abgeranzte Ding, wo sie wieder drauf anspielen. Und das ist auch das, wo ich sage, man muss nicht überall einen Millennium Falcon, einen Han Solo und Boba Fett irgendwas mit reinmachen. Da hast du schon recht. Das sind aber so kleine Sachen, wo ich immer wieder finde, dadurch, dass sie es nicht erwähnen, ist es so ein subtiles Gepiekse. Das ist nicht so on the nose, wie die Engländer oder Amis sagen, sondern das ist so, ja, du musst dir schon eins und eins zusammenreimen und dann heißt es nicht mal, dass es wirklich so ist. Und das ist dann schon wieder halbwegs okay, wie ich finde. Ja, okay. Dann muss ich sagen, dann ist eine total coole Geschichte, ist dann, als sie dann mehr oder weniger die Mission erfüllt hat und sie gerettet werden, macht Captain Phasma zum Einstieg in The First Order ihre Rüstung aus einem Naboo-Frachter, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt haben, ich glaube irgendwie Naboo-Transport-Yacht von Palpatine oder so. Deswegen glänzt sie so. Genau, und darum glänzt sie so. Okay. Und da das eine Naboo-Yacht ist, gehe ich davon aus, das wird wohl dasselbe Raumschiff sein wie in Episode 1. Dieses Chrom-Ding, wo Padme abhaut von Naboo. Also, ich weiß zwar nicht, warum sie sich aus dem Raumschiff ihre Rüstung macht, aber das wird dann zumindest erklärt, warum es Chrom ist. Also, die Erklärung von der Rüstung, dass sie die aus dem Chrom-Raumschiff macht und dass sie Englisch, den englischen Akzent hat, weil sie den immer nachmacht, das ist schon ein bisschen krass Banane. Das hilft Captain Phasma in meinen Augen nicht wirklich aus ihren Schuhen, in denen sie jetzt gerade drin steckt. Dann sind wir beim letzten Punkt. Und das ist dann wohl der Punkt, wo man sagt, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen entkräftend für die Negativität umfasst man, für den anderen reicht es vielleicht nicht. Und zwar wird sie charakterlich, erstmal wird sie äußerlich so beschrieben, wie Gwendolyn Christie aussieht. Das heißt, relativ bleiche Haut, große Frau, blonde Haare. Wird so beschrieben, auch ohne Helm. Sie wird charakterlich so beschrieben, dass sie The First Order nicht treu ergeben ist. Es ist mehr oder weniger ein Boba Fett-Charakter. Das heißt, sie nutzt alles, um zu überleben, und das ist ihr das Wichtigste. Sie tritt dem First Order bei, um zu überleben. Sie lässt die Schilde der Starkiller Base runter, um zu überleben. Sie sagt unter anderem auch einmal in dem Buch, dass sie speziell darin geschult ist, ihre Spuren zu verwischen, Kamerafeeds zu löschen und solche Geschichten. Also da haben sie natürlich explizit in dem Buch darauf hinaus gezielt, das Ganze ein bisschen abzuwerten, die Scheiße, die JJ tatsächlich da gemacht hat mit Captain Phasma, dass die ohne weiteres das Schild dann mehr oder weniger da runtergelassen hat. Und das liegt wohl tatsächlich daran, dass sie nämlich dem First Order nicht loyal ergeben ist, sondern sie ist mehr oder weniger so ein
Opportunist, ja. Sie hat die Chance gekriegt, okay, du kannst bei The First Order sein und bevor sie das ablehnt und vielleicht getötet wird oder im Momentan geht's ihr nicht viel besser, nutze ich das halt mal da. Und da ist es halt wohl dann genauso. Das heißt, okay, ich bin den First Order jetzt nicht mit Haut und Haaren ergeben, lasse ich halt das Schild runter, bevor die mich töten. Und da ich meine Spuren ganz gut verwischen kann, werde ich das dann hier in dem Fall auch tun. Es kommt ja jetzt auch ein Comic raus von Phasma, wo beschrieben wird, wie sie der Starkiller Base noch entkommen ist, etc. Da wird sicherlich das auch aufgegriffen. Das ist aber von dem Buch die charakterliche Entschuldigung, warum sie dieses Schild in der Starkiller Base runtergelassen hat. So, alles nochmal zusammengefasst mit dem charakterlichen Inhalten von der guten Phasma, würde mich total interessieren. Jonathan, was sagst du denn zu den Informationen, die du bekommen hast? Für dich was Cooles dabei? Entschuldigt das für dich das Verhalten in Episode 7 oder fandst du es eh nicht schlimm? Hau mal raus. Also zu dem britischen Akzent, das finde ich jetzt noch okay, aber mit dieser verchromten Rüstung, das finde ich, ist absoluter Schwachsinn. Sie kann es doch aus jedem anderen Material gemacht haben, was glänzt. Warum muss es eine Naboo-Yacht sein? Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum sie diesen Bezug gemacht haben. Das finde ich jetzt sehr seltsam. Aber was mich befriedigt, also erstmal, ich fand es extrem schlimm, dass sie einfach die Schilder runtergelassen hat. Das habe ich schon im Kino nicht verstanden, weil ich dachte mir, was? Aber jetzt, jetzt ist es wirklich eigentlich schade, dass sie, sage ich mal, ein extra Buch rausbringen müssen, um diesen Fehler auszubügeln, der da scheinbar am Set passiert ist. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass du sowas erzählst. Ich hatte auch gedacht irgendwie, dass sie eigentlich gegen die First Order ist oder sowas, aber wenn sie jetzt, man jetzt sagt, sie ist so eine Art Söldner, in Anführungszeichen, den eigentlich nur sich selber interessiert, dann ist die Erklärung für mich ausreichend und ist für mich verständlich, warum sie dann sagt, ja gut, mir egal, dann ich zeig euch, wo ihr die Schilder runterlassen könnt, ehe mir was passiert. Finde ich okay. Auch wenn es trotzdem nicht schmälert, wie leicht sie da überwältigt wurde, von der Seite einfach weggezogen. Aber die Erklärung finde ich okay, damit bin ich deutlich befriedigter und wenn ich das nächste Mal den Film gucken sollte, Episode 7, dann an einer Sicht um mich herum aufregt, werde ich sagen, na, du hast das Buch wohl nicht gelesen. Ja, aber ich finde tatsächlich, wenn du so eine Szene dann nochmal siehst und du hast diesen Background von diesem Wissen, dass sie eigentlich auf The First Order scheißt, dann irgendwie wirkt es dann nicht mehr ganz so schlimm. Darum, finde ich, können halt diese Zusatzmaterialien tatsächlich auch echt guten Input bringen für, ja, so wie man den Film dann wahrnimmt. Okay, hast du noch was, Jonathan? Nee. Okay, Mario, wie sieht's bei dir aus, mein Guter? Ja, alles das, was du jetzt über die Phasma gehört hast, erleichtert es dein Urteil über Phasma? Fandst du es sowieso cool oder findest du, das hilft nicht wirklich? Was sagst du denn zu den Informationen? Die liebe Phasma, die kann nur rehabilitieren. Rehabilitiert werden, wenn sie in Episode 8 rockt. Und zwar so richtig rockt. So nach dem Motto, ach, weißt du, damals war ein schlechter Tag, bin scheiße aufgestanden, hab mich zwar von zwei Noobs überrumpeln lassen und so, ja. Passiert mir nie wieder. So, aber Episode 7, das war grausam. Also man hat so am Anfang immer gedacht, okay, die muss ja aber speziell sein. Aber jeder Sturmtruppler war gefährlicher wie die. Und das war schon tragisch. Klar ist so eine Geschichte ganz nett und wie du schon sagst, das kann durchaus dann diese Szene ein bisschen abmildern. Aber nochmal, wenn die überhaupt rehabilitiert werden kann, dann in Episode 8. Und dann muss sie wirklich badass sein. Dann muss sie Szenen haben, wo wir da sitzen und sagen, yeah. Oder geht nicht. Ja, ich glaube auch, das wird Rian Johnson machen. Also das ist ja durchaus auch ein Kritikpunkt. Sonst hätten sie auch gleich ein Buch schreiben können, Phasma, der Kampf gegen die Müllpresse. Ja, ja, das sind immer so Sachen, glaube ich. Ich glaube, da muss man die Filmemacher manchmal vielleicht auch ein bisschen verteidigen. Ich glaube, wenn du den Film selbst machst, dann kannst du manchmal selbst schwer einschätzen, wie dieser Charakter nachher angenommen wird und welche Resonanz der hat. Man kann den Filmemachern höchstens dann vorwerfen, ob sie da involviert sind, ist auch die andere Frage. Captain Phasma wurde halt krass ins Marketing mit einbezogen. Also dementsprechend hast du natürlich auch gedacht, ein Wunder, was die abreißen wird. Das ja, war halt nicht der Fall. Die haben das sehr prominent besetzt, ja, mit einer It-Schauspielerin aus Game of Thrones und so.
die dann jetzt zwar nicht den Helm abnimmt, aber trotzdem, wo man weiß, dass sie da drunter steckt. Gut, aber wir hatten auch Daniel Craig als Stormtrooper mit dabei. Der hat ungefähr genauso viel Screentime wahrscheinlich wie Captain Phasma gehabt. Ja, stimmt schon. Also ich denke, sie werden da definitiv was in die Richtung machen und es ist einfach schade. Wie gesagt, man muss dann aber auch wissen, sei dir versichert, George Lucas, hätte der gewusst, wie Darth Maul einschlägt, hätte er den nicht getötet. Allein schon, weil er gewusst hätte, wie viele Figuren er damit verkaufen kann und was weiß ich. Doch mal Boba Fett an. Ja, wollte ich gerade genau darauf hin. Genau dasselbe. Ja. Episode 5, Boba Fett annehmbar. Episode 6, kommt der Robert wie ein Narr, wie ein Vollidiot, wie Hongi Ponki, ja? Und trotzdem hat er sich als einer, neben Darth Vader, als einer der ikonischsten Star Wars Persönlichkeiten rausgestellt, wo zig Bücher drüber geschrieben wurden. Was ich immer noch nicht verstehen kann. Ja, aber Faktum aber ist sein so Flug geworden. War geil auf die Plattform. Das war schon cool, wie er rübergeflogen ist. Das hat er hinbekommen. Ja, das war, sah klasse aus. Hätte nur noch im Hintergrund gefehlt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das gesamte Franchise damit einbeziehe, finde ich sogar ikonischer und cooler Jango Fett, den du gesehen hast. Also der hat um einiges mehr abgerissen. Der hat Obi-Wan echt einen scheiß Tag beschert. Und der hat auch in der Arena ordentlich auf die Kacke gehauen, bis er auf den stärksten Schwertkämpfer der Galaxis getroffen ist, der sogar halt den Imperator mal kurz und klein gehackt hat mit Mace Windu. Da war dann halt klar, dass da halt Ende Gelände ist. Aber ansonsten fand ich da Jango Fett sogar um einiges cooler und ikonischer. Aber das sind manchmal so Sachen, die kannst du vorher nicht wissen. Und da, genauso wie es mit Poe Dameron ist. Poe Dameron sollte sterben. Dann ist Oscar Isaac aber eigentlich ein zu cooler Charakter, also hat man ihn leben lassen. Dann wurde der zu einem der Fan-Favorites in Episode 7, also hat Rian Johnson nochmal das Drehbuch umgeschrieben, damit er eine größere Rolle hat. Also das sind alles so Sachen, die kannst du vorher nicht wissen, die kristallisieren sich dann eigentlich erst bei dem Publikum raus. Na gut, dann würde ich sagen, dann sind wir thementechnisch auch soweit fertig. Ich hoffe, es wird demnächst ein Trailer aufschlagen. Ich kann es kaum erwarten, hier eine Trailer-Analyse für den neuen Trailer mit euch rauszuhauen. Die neuesten Sachen, die wir da sehen, hören, wie auch immer werden. Habe ich richtig Bock drauf, aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank. Mein guter Bib John Tuna, der gute Jonathan, der sich heute wieder für uns Zeit genommen hat. Dankeschön, mein Lieber. Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Und auch bei dem guten Mario, unserem Darth Perverto. Vielen Dank, mein Lieber, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, natürlich ganz wichtig ist auch eure Meinung zu den ganzen Themen. Also Obi-Wan-Film, was sagt ihr? Bösewicht, storytechnisch, was sagt ihr zu den Buchinformationen, was sagt ihr zu J.J. Abrams? Haut es mal in die Kommentare, würde mich total interessieren, wie weit ihr da irgendwie eher zu J.J. oder gegen J.J. tendiert, ist total interessant, das ganze Thema. Und dann würde ich sagen, auch der Bombo Fett sagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns dann bei dem nächsten Podcast oder bei der nächsten Review. Bis dann, Peace. Wenn euch das gerade Gehörte und Gesehene gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da und kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns demnächst hier und auf Nerdbomb.